Ich komme jetzt zu der Brückenbaugeschichte zu Jürgen Kritz, unserem nächsten Referenten. Und Jürgen Kritz ist emeritierter Professor von der Hochschule Universität Osnabrück. Und ich verlasse jetzt mal meine geplante Form von Anmoderation. Jürgen, ich finde es so toll, unser Gespräch heute Morgen, unser Gespräch gestern Abend. Jürgen Kritz als emeritierter Mensch, emeritiert in Deutschland, ist sozusagen das, was man als Rentner oder Pensionär bezeichnet. Und in diesem, unserem Lande, wird man der Altersgruppe, der nicht mehr in der Arbeitswelt, institutionellen Arbeitswelt tätigen, mit einer Beschreibung der Einkünfte gerecht. Und in Südamerika, Jürgen, ist sozusagen dein besonderer Titel Jubilado, der Jubilierende. Und ich finde, dass nach dem Beitrag von Bernd Schmidt und die Individuationsgedanke, den wir vom Schluss noch haben, dass es so mit der reifenden Lebensphase wichtig ist, diese geballte Weisheit und Lebenskraft zusammenzuführen und das Jubilado-Dasein auch in der beruflichen, fachlichen Arbeit und in der persönlichen zu integrieren. Und was ich bei dir immer sehr geschätzt habe, ist, dass du dich in deiner beruflichen Zeit an der Universität für die Personenzentrierung, für die humanistischen Verfahren sehr, sehr, sehr eingesetzt hast, wo andere, viele Widersacher um dich herum waren. Du hast es nie aufgegeben, du hast es auch nicht aufgegeben, als du die Universität verlassen hast. Und so wirst du uns heute in die personenzentrierte Systemtheorie einführen. Du wirst uns mit Körper, Seele, Geist und dem sozialen Vernetzung und kommunikativen Miteinandersein einladen in einen spannenden Vortrag. Dankeschön, wir freuen uns. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal ganz herzlichen Dank an die Veranstalter. Nicht nur, dass sie dieses Format ermöglicht haben, ist ja nicht so ganz einfach, dass so viele Menschen zusammenkommen und dann noch ein Format, wo man nicht so in 20 Minuten oder einer halben Stunde alles mal eben so kurz erzählen muss, sondern wo drei Leute eingeladen werden und da sehe ich unsere Gemeinsamkeit. Einfach Jahrzehnte des Bemühens, ihre Arbeit mit anderen Menschen und mit sich selber, ihre Beziehung zur Welt zu verstehen und zu gestalten und irgendwie zu fassen und auch zu vermitteln. Und bis hin zur Musik, wo ich gerne mitgemacht hätte. Also ich spiele unter anderem auch Geige und fand das, die sind eine tolle Gruppe übrigens, ne? Also kann man auch nochmal, ich weiß nicht, ob sie noch da sind, aber... Und ich finde auch schön, dass überhaupt noch so viele geblieben sind, weil mir ist das schon klar, da steht personenzentrierte Systemtheorie. Wenn man beachtet, das zweite Wort und die letzte Hälfte, Theorie, oh Gott. Und als jemand, der lange an Universitäten war, weiß ich zu Recht und außerhalb noch viel mehr um die Vorbehalte, wenn man so ein Wort wie Theorie hört. Und ich habe selber... ja, vergleichsweise viel geschrieben, auch viel Lästerliches. Und eine Bemerkung kommt mir gerade in den Kopf, dass Theorien eben viel zu oft benutzt werden, nicht als etwas wie auch Bücher, wo man steht und wo man draufsteigen kann und vielleicht einen etwas breiteren Horizont kriegt, sondern irgendwas, wo man andere Leute mit totschlagen kann oder jedenfalls mundtot macht. Genau diese Art von irgendwas ist hier rückkoppelt hier wirklich noch rück. Genau, das genau ist nicht die Idee von, ich glaube, ich muss mal hier was ausmachen, ne? Ne, der ist auch an, also irgendwo, ich weiß nicht, ob da jemand Technik dreht, aber okay, das wäre gut, wenn die Rückkopplung rauskäme.
jemand, also ich erzähle Ihnen nichts was vom Pferd, sondern wenn Sie so wollen, habe ich mich fast 72 Jahre auf den heutigen Vortrag mit Ihnen vorbereitet. Also es ist ein Stück Lebensgeschichte oder ein Stück jedenfalls essentielle Lebenserfahrung, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte, obwohl das Theorie heißt. Aber so habe ich Theorien tendenziell immer verstanden. Aber es ist schon richtig, es ist eine gewisse Herausforderung, die, wie ich weiß, bei Theorie nicht so ganz einfach ist. Und von daher zwei Hinweise. Ich möchte Sie eigentlich einladen, mit mir eine große Wanderung zu unternehmen, durch Gebiete, die ich immer weiter gekürzt habe. Ich habe gestern Abend noch so ein paar, es gibt so ganze Pakete von Folien, die ich als Anhang 1, Anhang 2, Anhang 3, Anhang 4, Anhang 5 und so weiter genannt hatte, in die ich nur zur Not greifen werde, wenn ich wieder erwarten, vorher fertig sein sollte, was ich aber fast nicht glaube. Also es gehört auch dazu alles, aber vom Kern ist das eine, also Einladung zu einer großen Wanderung, das eine. Und das andere ist, und das ist was sehr Wichtiges, geben Sie sich, und ich gebe Ihnen auch, aber geben Sie sich selber explizit die Erlaubnis, austreten zu dürfen. Austreten natürlich auch physisch, wenn Sie müssen, das ist eh klar, aber auch geistig, weil es tauchte an diesen Tagen mehrfach schon der Einkern des systemischen Ansatzes und von Therapie überhaupt auf. Das heißt so schön, angemessene Verstörung. Warum angemessene Verstörung? Ich bin der Meinung, wenn Sie nicht ein bisschen verstört werden, hier jetzt, in Therapie, in Ihrem Leben, bei den großen Übergängen und so etwas, passiert eigentlich gar nichts. Gut, ich will Wissen nicht unterschätzen, aber Sie füttern dann Wissen in alte Kategorien, in alte Dinge rein. Das ist auch nicht schlecht. Sie können dann auf Partys ein bisschen besser angeben mit irgendwelchen Fremdworten, mit der Olive zwischen den Zähnen. Kriegen Sie bei mir auch ein paar Begriffe wahrscheinlich mit. Aber darum geht es eigentlich doch gar nicht. Sondern zu hinterfragen, und das ist mein Anliegen einfach, was hat das, was dieser Mensch da oben sagt und grundsätzlich, was hat das mit mir zu tun? Also nicht mit mir jetzt, sondern jeder Einzelne, was hat das mit mir zu tun? Und Sie können nicht gleichzeitig diese Frage wirklich stellen an jeder Stelle und jedes Fitzelchen von dem, was ich Ihnen erzähle, mitkriegen wollen. Das meine ich mit dem Austreten. Nehmen Sie den ersten Teil ernster, immer zu fragen, was hat das eigentlich mit mir zu tun, meine Erfahrung? Sehe ich das genauso? Wo gibt es da Widersprüche? Und durchaus sich erlauben, aha, dem kann ich auch jetzt nicht die ganze Zeit vielleicht nachgehen, das wäre etwas schade, aber durchaus immer wieder dem nachgehen, weil alles Wichtige kommt mehrfach, weil die sind also nicht wörtlich natürlich, aber in diesen Landschaften, mit denen wir gehen, das ist immer sozusagen tendenziell eine Entfaltung immer wieder derselben Gedanken. Und ich glaube, wenn Sie nicht versuchen, jedes Wort und jeden Satz zu verstehen, weil Sie müssen hinterher keinen Multiple-Choice-Test ausfüllen, wo dann jemand genau nachprüft, ob Sie das nachplappern können, sondern wo Sie sich darauf einlassen, ein bisschen über sich selber, über Ihre Sicht der Welt anlässlich dessen, was ich Ihnen als meine Sicht sozusagen darstelle, natürlich nicht ganz persönlich, darauf kommen wir eh gleich, sondern vor dem Hintergrund von Wissenschaft, aber letztlich schon in meiner persönlichen Lebenserfahrung, wenn Sie sich darauf einlassen, dann könnte dieser Nachmittag gelingen. Denn mir ist schon klar, ne? Jetzt, bisher lief das so toll, jetzt kann ich nur noch versauen eigentlich. Oder weitermachen, genau. Ja, ich fange natürlich logischerweise mit der gelingenden Kommunikation an, als kleine Erinnerung. Die vier Ohren, Schnäbel und das innere Team, da haben Sie am ersten Tag sehr, sehr viel drüber gehört. Nochmal ne, als geistige Erinnerung, so kann, das muss ich jetzt nicht wiederholen, Kommunikation ablaufen. Wir haben die Gefahren gesehen, wir haben gesehen, wie sinnvoll es ist, sich das zu analysieren. Und das war ein wunderbarer, ich denke mal, Werkzeugkasten und wunderbare Modelle, wie man Dinge der Erfahrung ordnen kann, wie man sich vorbereiten kann. Es gibt natürlich, hat Friedemann Schulz von Thun natürlich auch schon darauf hingewiesen, dass
solche Dinge sind seit langem im Diskurs und es gibt natürlich auch etwas andere Fokussierungen. Und ich fand es sehr spannend, also das muss ich nicht mehr, ich bin nur eins weiter, so ist das, okay. Es gibt ein Buch, das mich neben den Büchern von Schulz von Thun und so weiter natürlich auch noch beeindruckt hat, das ist auch schon ein altes Buch, Nörretrander 94, Spüre die Welt, Wissenschaft vom Bewusstsein, weil wie Sie werden noch merken, Bewusstsein ist schon eins meiner zentralen Themen auch. Und da gibt es auch so ein wunderbares Kapitel über Kommunikation. Und ich habe das mal Wunder der Kommunikation beschrieben. Also ich möchte Sie auch so ein bisschen zum Staunen bringen über scheinbare Selbstverständlichkeiten. Eigentlich ist das, was hier abläuft, und wenn Sie mit Menschen reden, ist eigentlich ein Wunder. Man sollte sich jedenfalls noch darüber wundern, denn eigentlich, es spricht Person A zu Person B. Na, da sind wir fast noch ganz nah bei Friedemann, Schulz von Thun. Und Kommunikation, das scheint alles so einfach zu sein. Also so beispielsweise. Das ist sehr wertvoll, aber man kann das natürlich auch noch mal grundsätzlicher von der wundersamen Ebene her versuchen aufzubereiten. Und da hat uns Nörretrandason auch nicht auf seinem Mist sicherlich gewachsen, sondern wir stehen alle auf den Schultern von Riesen und erzählen irgendetwas, was wir besonders wichtig fanden, hat dieses Schema genommen. Und vorhin haben wir schon gehört, ne, bei Bernd Schmidt, der hat gesagt, ja, eigentlich sind wir alle subjektiv und 98% mindestens sind wir in unserer Subjektivität gefangen. Wie kann denn Kommunikation überhaupt klappen? Und ganz kurz, stellen Sie sich vor, wie geht das denn überhaupt? Ich bin jetzt, sagen wir, Person A und Sie sind alle Person B sozusagen. Okay, ich habe ganz viel in meinem Kopf, Sie auch, aber was bleibt mir übrig? Ich kann ja meinen Kopf nicht auf Ihren Kopf projizieren, sondern muss sozusagen von dem, was ich jetzt gerade in diesem Augenblick innerlich sehe und sagen möchte, was hier schon eine Selektion ist, weiter selegieren, immer weiter runter, das ist dieser Prozess da links, und letztlich in so eine lineare Sequenz bringen und letztlich kann ich jetzt nur, ja was, wie kann ich mit Ihnen in eine gelingende Kommunikation treten? Letztlich bleiben mir nur Schall- und Lichtwellen. Also ich sage etwas und Sie sehen mich hier rumtouren, rumtanzen oder so etwas. Ne? Aber das ist schon fast in diesem Setting fast unbedeutsam. Also könnte jetzt ganz viel machen, aber das ist jetzt eigentlich so nicht so sehr gefragt, sondern also fast nur Sprache. Aber ich habe sogar Schall- und Lichtwellen hingeschrieben. Ja, mehr ist es eigentlich nicht. Also mehr kann ich eigentlich gar nicht tun. Und Sie müssen auf der rechten Seite diese Schallen und Lichtwellen nehmen, die durch Worte sind, okay, das komme ich sowieso gleich drauf, das ist ja nicht so beliebig. Aber Sie müssen das für sich entfalten, das ist eigentlich dasselbe, was ich eben vorhin schon sagte. Sie müssen es für sich entfalten, vor dem Hintergrund dessen, was Sie schon wissen, Ihrer Erfahrung und so weiter. Und ob das, was ich hineingefaltet habe, oder inzitiert, wie Nörretrander das dann sagt, oder Incitation heißt es eigentlich denn dann, okay. Das müssen Sie exzitieren, aber natürlich nicht, was ich gesagt habe, sondern etwas für sich, damit Sie Sinn finden und Anschlussfähigkeit finden. Das ist, ich will mich jetzt bei den ganzen Sachen jetzt nicht im Einzelnen so lange aufhalten, aber darüber kann man gar nicht lange genug Dach decken, was da eigentlich sozusagen, was für ein Wunder das ist. Wie kann das überhaupt funktionieren? Na gut, vieles wissen Sie, aber es ist keineswegs so trivial. Also, wie kommt man von der Subjektivität, die da so, wo sich zwei Subjekte begegnen, wie kommt man überhaupt zur Intersubjektivität über Schall- und Lichtwellen? Nun, drei Hinweise, auf die ich dann eh noch an verschiedenen Stellen mehr oder weniger intensiv eingehen will. Das eine ist, was ich überhaupt in den letzten Jahren in dem Ausmaß, auch in dem ich es Ihnen heute erzählen werde, entdeckt habe, das Ernstnehmen evolutionärer Prozesse. Das habe ich, wie alle Psychologen, würde ich sagen, auch die meisten jedenfalls, lange Zeit völlig unterschätzt. Da werde ich aber gleich drauf kommen, also weil mir das so wichtig ist, weil ich das selber so lange übersehen habe. Also da haben wir doch lange Zeit in der Psychologie und ich auch, ich war ja viele Jahre an der Fakultät für Soziologie auch, hatte vorher, ich will gar nicht so viel biografisch erzählen, aber hatte ja vorher Professuren in Statistik und in Forschungsmethoden in diversen Fakultäten und bin dann erst wieder, nachdem ich eigentlich ursprünglich mal Psychologie studiert hatte, dann wieder mit Quereinstieg, wie man so sagt, auf C4-Ebene
dann wieder in die Psychologie zurück diffundiert. Also die Soziologen haben das immer ein bisschen ernster genommen, aber wie Psychologen und auch andere diese evolutionäre Eingebundenheit, die ihnen gleich deutlich wird, überschätzt. Aber wir sind natürlich eine Spezies und von daher ist das mit der Subjektivität Gott sei Dank schon mal ein bisschen eingegrenzt. Wir können uns auf ganz viel verlassen, was sozusagen an Präformierung bereits da ist. Und als Soziologe, deswegen kam ich gerade darauf, war ich natürlich also in den 70er, 80er Jahren noch, ich habe da nicht so viel, sehr viel drüber geschrieben, aber ein absoluter Umgebungstheoretiker, wie man damals so war. Also nahezu nichts angeboren, sondern alles über Gesellschaft gelernt und erworben und so etwas. Das kann man auch gar nicht ernst genug nehmen, aber eben auch die andere Seite, die ich völlig vernachlässigt habe und andere eben auch. Gut, Teilhabe an der Kultur, das wird auch noch kommen, darüber haben wir heute sowieso einiges vergessen, schon gehört. Und interessant, ne? Das war jetzt nicht didaktisch, um Sie wieder wach zu kriegen, um zu gucken, aha, sind Sie noch da? Sondern ich wollte auch hinaus auf die Kulturvergessenheit. Mir kam gerade im Sinn, dass am Freitag, letzter Woche, also gestern vor einer Woche, in Heidelberg ein Vortrag über die Kultur, also nicht ich, sondern andere, der Heiner Kolb, den vielleicht der eine oder andere kennt, ein Vortrag über die Kulturvergessenheit oder Gesellschaftsvergessenheit, wie er genannt hat, gehalten hat. Also auch nochmal aus soziologischer Sicht, dass wir das auch alles vergessen. Diese Einbettung in die Kultur wird aber auch noch kommen. Ja, und dann natürlich das Dritte, diese Sozialisation, auf die ich gleich noch kommen werde. Also dieses, was ich nochmal aufgreifen werde, Ich-Du-Beziehung, dass wir also als Kleinkinder natürlich in eine Gesellschaft hineingeführt werden, wo dann ganz bestimmte Begriffe der Kommunikation sozusagen klappen. Also das macht dann dieses Wundersame von Person A auf Person B etwas weniger wundersam, aber man sollte sich immer noch genügend drüber wundern. Gut, Buber zitiert hier, ne? Ich, du oder ich wird man nur am Du, also in der Zweierbeziehung bereits, das für gerade humanistische Ansätze sehr wichtig sind. Und wie man schon ahnt, personenzentrierte Systemtheorie, für mich war es immer schon eine wichtige Verbindung oder gar kein Unterschied zwischen humanistischen und systemischen Ansätzen, was Sie, glaube ich, auch zunehmend im Laufe dieses Vortrages sehen werden. Wenn man Systemtheorie jetzt nicht nur versteht, als da gibt es um das Individuum gibt es auch noch so ein soziales Gruppierung drumherum, das ist natürlich auch wichtig, aber das ist vielleicht nicht nur das Zentrale. Okay, ich, was ist denn dieses Ich überhaupt oder was ist die Person in der personenzentrierten Systemtheorie? Und ich will dazu mindestens nach dem jetzt Einleitungsbemerkung auch dazu ein paar Bemerkungen machen. Person, wie da drunter steht, Schnittpunkt mehrere Perspektiven und Sie haben es in der Ankündigung gesehen und auch sonst. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, was wir gleich tun werden, die ganze Zeit, kann man eigentlich nur so fassen, indem deutlich wird, dass hier biologische, psychische, interpersonelle und gesellschaftliche oder kulturelle Aspekte zusammenkommen. Und zwar nicht, ich sage immer gesagt, mein Ansatz ist kein integrativer Ansatz, also ich packe nicht was zusammen, sondern ich versuche nur etwas, was sowieso immer zusammen da ist, nicht künstlich übermäßig zu trennen. Das ist schwer genug, man muss manchmal fokussieren. Aber Integration hat man ja oft die Idee, da kommen Sachen zusammen, aber sie sind gar nicht zusammen. Sondern in jedem Augenblick geht das gar nicht anders. Und das werden Sie auch sehen, das ist ein durchgängiges Thema. Also, in aller Kürze, kann fast alles irgendwo auch länger nachlesen. Ich wollte es vorhin noch eintippen, habe ich jetzt vergessen. Aber es gibt so ein, wie andere auch, so ein Gate, das heißt Research, wie man schreibt, Research, also wie man spricht, Gate in einem Wort. Wenn man das in Google eingibt und etwas, vielleicht sogar noch meinen Namen dahinter, da muss man sich nicht anmelden, sondern und irgendwelchen Artikel oder irgendein Stichwort, dann kommt man so eine Hintertür rein und kann dann sozusagen auch von anderen, vielen anderen berühmten Leuten ganz, ganz viele Artikel runterladen, das ist praktisch so ein Gate in der Grauzone des deutschen Urheberrechts, wo die Leute alle ihre Artikel reinstellen und auch von mir stehen da so ungefähr 100 Artikel und
Buchkapitel und so etwas drin, kann man alles kostenlos runterladen dann. Das ist vielleicht ganz sinnvoll, also da kann man auch noch etwas, ich mache es vielleicht nachher nochmal im Computer rein, bevor wir dann diskutieren, also ResearchGate in Google rein und dann kommen Sie schon drauf. Okay, also deswegen in Kürze, das ist natürlich auch länger, fast alles länger ausgeführt, was ich hier heute Ihnen sage. Also ziemlich trivial, das erste, Person ist nicht angeboren, sondern nur die Fähigkeit dazu, das ist klar. Das gilt schon für das Ich, also die berühmte Ich-Du-Beziehung. Nur am Du kann man zum Ich werden. Also wenn jemand, was ja Friedrich der Große, glaube ich, war es, versucht hat in Preußen, um die Ursprache rauszukriegen, wenn ich Kindern zwar alles gebe, was sie physisch brauchen, essen und trinken und versorgen und so etwas, aber dem sozialen Kontakt enthalte, dann sterben die trotzdem, interessanterweise. Also das muss man sogar zum physischen Überleben, geschweige denn zum psychischen, ist das enorm wichtig. Und ich habe deswegen diese Kästen rausgenommen, als Verschränkung erste und zweite Person, weil ich auf etwas hinaus möchte, was wir auch immer vergessen haben oder was wir aus meiner Sicht den nicht so sehr im Fokus haben. Aus gutem Grunde machen wir an vielen Stellen diese wichtige Unterscheidung zwischen der ersten Personenperspektive, also wie ich mich fühle, mein Zahnschmerz, mein gesehenes Rot, meine Traurigkeit und so etwas, und der dritten Personenperspektive, wie jemand auf mich guckt und mich von außen beschreibt. Also etwa in diagnostischen Kategorien, aber auch wenn wir jemandem gegenübertreten, dann sehe ich bestimmte Dinge und so etwas und spreche sie an und da spricht sich vielleicht auch, wir unterhalten uns drüber, aber es ist zunächst mal das, was wir drüber sagen und auch was diese Person sagt, ist natürlich nicht dasselbe, wie was wirklich diese erste Person tatsächlich fühlt und unmittelbar erlebt. Das ist ja, da scheiden sich ganz, ganz viele Dinge, qualitative und quantitative Verfahren. Also das ist ein Einstieg in ganz, ganz, ganz viele Zusammenhänge. Und Sie werden sehen, das ist zwar analytisch ganz interessant, aber darauf will ich hinaus. Therapeutisch werden Sie sehen, das sieht eigentlich und beraterisch und für gelingende Kommunikation deutlich anders aus. Aber hier haben wir schon mal das ist aber trivial, das wird jeder sagen, Verschränkung erste, zweite Person ist klar, ich, du braucht man damit überhaupt, das Individuum aufwächst. Aber, jetzt kommen wir zum Zweiten, dieses Fähigkeit, dieses Potenzial, das ist ja hier auch irgendwo, genau, kann ich auch da fast besser sehen, ist, wie ich schon angedeutet habe jedenfalls, evolutionär zwar gegeben, aber sehr wichtig ist, der Mensch unterscheidet sich, das ist immer diese große Frage, unterscheidet er sich oder nicht, kann das so machen oder so machen, aber wenn überhaupt sinnvolle Unterscheidungen gemacht werden hinsichtlich Evolution, dann ist normalerweise ja im Zentrum der Aspekt, da gibt es sozusagen ökologische Nischen, da hat diese Spezies gewisse Vorteile, hat bessere Futterchancen oder sonst etwas gefunden. Und wenn Sie die Evolution sich angucken, dann ist das fast überall so, oder für alle anderen Spezies so, dass sie einfach bessere Reproduktionschancen gefunden hat im Sinne von einer natürlichen biologischen Umwelt. Da hat sie sich dann angepasst, jetzt sehr salopp und sehr vereinfacht formuliert und konnte da sehr gut überleben in dieser ökologischen Nische. Für den Menschen ist das schon deutlich anders. Die ökologische Nische des Menschen ist nicht bestimmt, primär jedenfalls nicht und nicht wesentlich bestimmt durch etwas, was die biologische oder materielle Umwelt ausmacht, sondern eben das Sozialsystem. Das Sozialsystem Mensch hat diesen völlig oder hat dazu führen können, dass Lebewesen entstanden sind und sich vermehrt haben und auf diesem Planeten ausbreiten konnten, die eigentlich unter sonstigen biologischen Gesichtspunkten ziemlich unfertig sind. Das muss ich jetzt auch nicht alles erzählen, ist aber, glaube ich, sehr klar. Das Überleben ist nur in Abstimmung mit der sozialen Gemeinschaft möglich, denn wir sind alles biologische Frühgeburten, wenn man so will. Das erste Lebensjahr würden wir ohne eine Sozialgemeinschaft gar nicht überstehen. Das ist ziemlich, was Sie fast überall lesen können. Aber was die letzten Jahrzehnte, zwei, drei, noch gar nicht so lange, Diskurse zunehmend hervorführt oder deutlich macht, ist, dass natürlich das nicht einfach ausreicht. Das habe ich ja gerade bei Friedrich dem Großen gesagt. Also es geht nicht nur darum, das Überleben in dem eigentlichen Sinne zu schützen, sondern es müssen ganz bestimmte, damit überhaupt der Mensch auch biologisch überleben kann, ganz bestimmte Fähigkeiten, die er einfach als
Mensch hat, das Wesentliche sozusagen, als biologische Präformation dann sich ausbreiten. Also was wir mit Bindung beispielsweise nennen, ist eine biologische Präformation für etwas, das das Neugeborene die Umgebung absucht. Daraufhin, ja, wie sicher oder unsicher sind dann bestimmte Bindungspersonen, wie sehr kann ich mich darauf verlassen und daraufhin seine Lebensstrategien ausrichtet. Prokommunikation ist etwas, wo wenige Wochen alte Säuglinge bereits im Takt der Mutter mitschwingen können und so weiter und in bestimmter Weise auf die Mutter reagieren, aber auch agieren und die Mutter darauf reagiert. Affekte, Imitation, dieses Nachmachen auch von Neugeborenen, Spiegelneuronen, all das sind Diskurse, die damit zu tun haben, dass wir zunehmend sehen, aha, so eine Tabula rasa ist der Mensch gar nicht. Und das ist auch gar nicht so, dass da einfach eine Sozialumgebung ist, die für den Menschen sorgt, sondern unglaubliche Präformierungen, die da sind, nämlich und zwar nicht nur beim Säugling, sondern natürlich auch, damit die Mutter dieses Kind überhaupt versteht und dafür sorgen kann, sind natürlich auch bei unserer Elterngeneration bereits, nicht? Wenn eine Mutter sich mit so einem kleinen Kind sich unterhält, dann geht die Stimme so und so weiter. Also das macht das ja nicht automatisch, oder macht das eher automatisch und nicht, weil es gelernt wurde oder so etwas. Ne? Sondern, und dieses Kindchenschema als ein weiteres und vieles, vieles andere mehr, dass wir diese kleinen Wesen mit den kurzen Armen und Beinen und den großen Augen und so, ne? Die ganze Industrie von Teddys und diesen süßen Stofftieren lebt davon sozusagen, dass also auch die Erwachsenengeneration auf ganz bestimmte Dinge anspringt. Und wir das Wimmern eines Säuglings zum Beispiel kaum ertragen können, bis dahin, dass da dann ganz aggressive Akte kommen, weil die Leute es dann also, ne, wie auch immer darauf reagiert wird. Aber es ist eine unglaubliche Herausforderung, das Wimmern eines Säuglings zu hören, beispielsweise. Das zeigt diese unglaubliche evolutionäre Abstimmung, die unter dem Stichwort Social Brain in der Literatur auch zu finden ist. Was tut nun dieses Du vor diesem Hintergrund? Nur als Humanisten würden wir sagen, ich bin ja Rogerianer von meinem humanistischen Hause aus, ein empathisches Handeln, dass ich also verstehen kann, was sind denn die eigentlichen Bedürfnisse dieses Kindes, ist was ganz Zentrales, damit überhaupt ein Du sich entwickeln kann, das ist natürlich das Eingehen auf die Bedürfnisse. Das reicht aber interessanterweise nicht. Eine Mutter, die wunderbar ihr Kind lesen kann, wie es so schön heißt, hochempathisch alle Bedürfnisse versteht und sie auch befriedigt, wird vielleicht ein befriedigtes Kind kriegen, aber im Extremfall wird es gar nicht fähig sein zu vielen Eigenschaften, die ein Mensch ausmacht, sondern das, was zwar bei Rogers auch schon da ist und was in den neuen psychoanalytischen Diskursen als Mentalisieren genannt wird, Mütter begleiten und Väter natürlich auch, begleiten automatisch das, was sie tun, und die Handlung der Kinder mit Sprache. Sie kommentieren, was vorgeht. Sie lesen nicht nur das Kind, sondern sie sagen auch, teilen mit, was sie gelesen haben. Ach, da bist du ganz traurig oder da bist du wütend und machen sich selber verständlich auch. Also Sprache und Kategorien, also verstehend kommentieren, was dann eben symbolisieren im personenzentrierten Ansatz heißt oder mentalisieren, analytischen, aber das ist ja alles, sie merken dieselben Themen, ist ganz enorm wichtig. Nur dann, indem das Kind auch sozusagen Begriffe lernt, seines eigenen Empfindens, nur dann entwickelt es sich zu dem, was wir Mensch nennen, was wir eine Person nennen. Und jetzt, worüber reden wir da eigentlich? Wir wenden die Kulturwerkzeuge der dritten Person auf uns als erste Person an. Was ganz wichtig ist, ich selber in meinen intimsten Empfindungen kann mich überhaupt nur verstehen, als erste Person, indem ich aber automatisch schon die Kulturwerkzeuge, Sprache, Begrifflichkeiten, Konzepte der ersten Person auf mich selber anwende. Sprache ist aber nicht nur einfach, dass ich das irgendwie bezeichnen kann und Begriffe und Konzepte habe, sondern es steht da nur angedeutet, mit der Sprache gehen auch Metaphern, Narrationen, Prinzipien, alles das im Genogramm beispielsweise, dann eben auch dann thematisiert wird, ne? Generationen von Prinzipien, wie wir die Welt verstehen. Und gerade wenn wir ein Genogramm in Mitteleuropa machen, finden wir eigentlich keine Familie,
Wir haben jahrelang mit schwerpsychiatrischen Patienten so gearbeitet. Finden wir keine Familie, die, wenn wir nur zwei Generationen einbeziehen, die natürlich nicht betroffen ist von zwei Weltkriegen, Naziregime, Vertreibung, Tod und also in einem höheren Ausmaß, als es in anderen Jahrhunderten oder anderen Kulturen, also in Amerika beispielsweise, ne, deswegen ist es auch wirklich eine uns fremde Kultur, würde ich sagen, also ne, wenn Sie den Wahlkampf mitkriegen, das kann man, aber das ist ja nur ein Aspekt, weil die nie einen Krieg, bis auf den 11. September, fast nie einen Krieg auf ihrem eigenen Territorium hatten, bis auf die Bürgerkriege, aber die sind längst vergessen. Nicht? Aber wenn Sie zwei Generationen, also Genogramme machen, finden Sie das alles wiedergespiegelt. Und die Prinzipien, wie kann man dann überleben? Zwangsstörungen, so etwas, entwickeln sich natürlich selbstverständlich, als, oder nicht selbstverständlich, aber werden verständlich als eine Antwort in dem unglaublichen Chaos, das viele Leute in Vertreibung, in Konzentrationslagern und sonst was erlebt haben. Und Sie alle wissen vielleicht um die Diskurse der Shoah, dass gerade die dritte Generation jetzt ganz belastet ist durch das, was im Dritten Reich passiert ist, also wie sie Auschwitz überlebt haben. Die erste Generation konnte sowieso nicht drüber reden, oder kaum jedenfalls, bis auf wenige Ausnahmen. Die zweite Generation meinte, die erste schützen zu müssen. Sie konnten nicht ansprechen, was ihre Eltern nicht ausgesprochen haben. Und jetzt bei der dritten, wenn Sie ein bisschen systemische Literatur lesen, merken Sie plötzlich, wie bei der dritten Generation tatsächlich die ganzen strukturellen Probleme hochkommen, die man damit gut verständlich in Verbindung bringen kann. Das ist nur jetzt eine ganz kurze Denkfigur und ein Hinweis. Also das sehr Wichtige, dass ich benutze die Kulturwerkzeuge, also Subjekt, Gefühle, reflexive Klarheit gesehen, alles das, worüber auch Friedemann Schulz von Thun sprach und auch Bernd Schmidt letztlich, mir selber über mich Klarheit zu gewinnen, da habe ich automatisch diese sonst analytisch durchaus sehr hilfreiche, aber unmittelbare Verschränkung von erster Person und dritter Person. Erste Person, mein unmittelbares Empfinden, das ich aber eigentlich nur über die Kulturwerkzeuge der dritten Person, und damit kommen eben nicht nur Sprache, sondern Metaphern, Narrationen, Prinzipien, Erklärungsweisen und so weiter, alles mit hinein. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Figur, die wir sonst immer so leicht vergessen. Wir denken immer, naja, erste Person, wie fühlt er sich denn, muss er doch irgendwie ausdrücken können, na gut, dann symbolisieren wir so ein bisschen, aber damit kommt automatisch die ganze Kultur mit rein, ne? Also mit den Prinzipien und so etwas. Gut. Also auch zum Beispiel inneres Team, selbstverständlich, hatte ich ja schon gerade gesagt, ne? Das benutzt die Kulturwerkzeuge, selbstverständlich, und das ist gut so, aber es ist auch gut, das nochmal so explizit zu sehen. Gut, jetzt haben wir personenzentriert etwas erläutert. Zweiter Begriff, Systemtheorie. Ich vermute mal, hier sind ganz viele Leute drin, die im Bereich systemische Beratung für vieles gelesen haben. Aber, wie ich schon andeutete, ich kann den Menschen ähnlich wie in der Verschränkung von erster und dritter Person Perspektive nur verstehen, wenn ich zumindest berücksichtige, dass in jedem Augenblick, also nicht nochmal synthetisiert oder integrativ, sondern in jedem Augenblick körperliche, psychische, interpersonelle, kulturelle Prozesse ablaufen. Oder noch präziser, es läuft einfach das ab, was ist. Das Leben lebt. Oder das Universum findet statt. Ne? Und es macht dann Sinn, das, dann kann man nach Hause gehen, wenn das alles wäre, es macht Sinn, das analytisch zu unterscheiden, aber es sind analytische Unterscheidungen, die natürlich nicht nichts Ontisches sind und sonst etwas, sondern man kann unterschiedliche Sachen fokussieren. Jetzt habe ich überlegt, und das passt auch tatsächlich noch ganz gut, wir sind ja Viertel vor angefangen, richtig, also ne, das soll ich noch mal so ein bisschen, so ein paar wenigstens Bemerkungen machen zur Systemtheorie. Da habe ich gedacht, ja, wenn ich das jetzt eingebaut habe, heute Morgen noch, werde ich gleich selber überrascht gucken, doch habe ich, ja. Dann kann ich das Lila gleich noch erklären, weil darum geht es jetzt eigentlich. Was ist denn sozusagen, was verstehe ich in diesem Zusammenhang unter Systemtheorie, die jetzt etwas mehr ist als nur, dass so ein Individuum umgeben ist von weiteren Individuen, was natürlich durchaus historisch gesehen im Rahmen der Familientherapie mal eine sehr wichtige Perspektive war. Aber das war eben nur eine Perspektive, von der wir weiterhin zehren können und von den ganzen Techniken, die entwickelt worden sind. Aber Sie werden merken, Systemtheorie ist natürlich deutlich mehr. Und ich habe einfach mal an vielen Stellen schon, es ist vielfach in diversen Kontexten publiziert,
vier Essentials genommen. Man hätte auch andere nehmen können, wie alles, egal wo man anfängt, das hängt natürlich miteinander zusammen. Aber, und ich habe bewusst Folien genommen, das ist gar nicht jetzt mehr angepasst, sondern es war ein beratungs- und systemischer Vortrag und Therapievortrag, also deswegen steht da drüber noch, ich habe es gar nicht verändert. Weshalb kommen Menschen zu uns, was können wir für sie tun? Das ist ja vielleicht eine Frage, die für sie auch nicht völlig uninteressant ist. Aber jetzt in kurzer Antwort, aus systemisch-humanistischer Perspektive, vier Essentials, wie ich sagen würde. Das erste, Systemiker sind mehr als andere an den Prozessen interessiert. Das ist ja nicht immer was völlig anderes, aber deutlich mehr als alle anderen Richtungen. Also ich habe auch schon immer in Grün die flotten Sätze drunter geschrieben, also man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, weil ich bin nicht derselbe, der Fluss ist nicht derselbe und bekanntlich ist, selbst wenn es das gleiche, dasselbe wäre, ist das zweite Mal nicht dasselbe wie das erste Mal. Also egal, wo Sie hingucken, also alles ist im Fließen, das ist ja auch der Hauptsatz von Heraklit. Also Prozesse, nicht Dinge, das klingt ja zu abstrakt, na gut, machen wir das doch mal. Und ich will Ihnen zeigen, selbst Humanisten, die ja das tendenziell unterstreichen können, da finden wir oft in Beratungskontexten so Metaphern wie, naja, der Klient ist da irgendwie hängen geblieben oder der steht vor einem großen Berg oder da ist irgendwas auf seinem Weg und da müssen wir sozusagen helfen. Das sind so Konzepte von Beratung, von Therapie, wie die Klienten selber beschreiben. Das dürfen sie natürlich tun, logischerweise, sie benutzen Alterssprache. Aber was Berater dann auch mit aufnehmen? Also wie können wir denen über den Berg helfen und so etwas? Und Sie merken, eine solche Metapher ist natürlich gar keine prozesshafte Metapher, sondern eine verdinglichte Metapher. Also auch Berge sind selbstverständlich was Dynamisches, aber dann nur wenn Sie vom Urknall und bis nach der Apokalypse gehen und die Zeit ein bisschen einschränken, also von der Entstehung der Erde und den ersten Bergen und irgendwann bis zum Vergehen der Erde. Natürlich verändert sich das auch alles, aber das sind, glaube ich, nicht die Zeiträume, in denen ein Klient interessiert ist, zu denken. Also so ein Berg ist für uns eigentlich ein Inbegriff in anderen Zeithorizonten von was Statischem. Und kann man sagen, oh pfui, jetzt hat er eine falsche Metapher benutzt. Darum geht es ja nicht. Es geht darum, auf welche Ideen komme ich denn, wenn ich solche Metaphern benutze. Wenn ich da einen Berg habe oder etwas, was mir im Wege steht, komme ich natürlich auf die Ideen, na ja, dann muss ich also irgendwie das weggraben oder drüber gehen oder irgendwie das umgehen. Na, Sie merken, also können Sie überlegen, wie komme ich über einen oder um einen Berg herum? Und genauso sehen manche Konzepte auch aus. Wenn Sie wirklich das Prozess verstehen, was wäre denn die adäquate Metapher dazu? Weil die kommen ja, Einzelpatienten, Paare, Familien, Organisationen, kommen ja in Therapie, Beratung, Coaching, weil sie irgendwie das Gefühl haben, naja, ich werde es mal salopp formulieren, da ist irgendwas, was wir an Lösungen haben, seien es Symptome, seien es Probleme, wie auch immer, die passen nicht mehr zu neuen Herausforderungen. Das würden, glaube ich, fast, also eigentlich alle therapeutischen Richtungen so sagen. Also irgendwie haben sie das Gefühl, schon stecken geblieben zu sein. Also diese Bergmetapher ist für jemanden, der mechanistisch denkt, liegt durchaus nahe. Aber ich habe gerade gesagt, die verleitet uns dazu dann zu solchen komischen Dingern, wie kann ich das denn wegnehmen oder wie kann ich da drüber kommen zu benutzen. Und die adäquate Metapher dafür, vielleicht finden Sie noch andere, aber eine adäquate Metapher, die das Dynamische, also das Prozesshafte ins Zentrum rückt, ist nicht Berge auf dem Weg des Lebens, sondern Strudel im Fluss des Lebens. Strudel im Fluss des Lebens sind auch etwas, darum, das ist ja die Erfahrung, die sozusagen nicht sofort vergehen, ne, die mächtig werden können, die eine Stabilität in einem fließenden Fluss bedeuten, Heraklit, ne, aber auf ganz andere Ideen kommt man da. Also wegschaufeln kann man Strudel nicht, umgehen, na gut, umfahren kann man vielleicht noch versuchen, also so ein paar Dinge sind auch ähnlich. Aber ich muss mir Gedanken machen, aha, was hält denn diesen Strudel sozusagen aufrecht? Und Sie merken, das ist eine andere Art, wenn ich eine andere Metapher dafür habe und eine andere Vorstellung, wieso kommen denn die nicht weiter, obwohl sie weiterkommen möchten auf dem Fluss des Lebens, ist das natürlich ein Strudel auf dem Fluss des Lebens was anderes als ein Berg. Okay, also und Sie, ne, ich könnte über alles, ist glaube ich klar, wie jeder von uns hier sehr viel länger reden, aber angedeutet glaube ich, ist das sehr wichtig ist. Also Prozesse, nicht Dinge. Zweitens Vernetzung und Rückkopplung. Wieder ein salopper Satz, niemand ist alleine krank. Auch das ist etwas, was Systeme, glaube ich, ernster nehmen. Allein schon dadurch, dass ich angefangen habe, mit Familien zu arbeiten und gesehen haben, aha, Einzelsymptome, sehr salopp formuliert, historisch gesehen, von der Familientherapie.
Es hat was damit zu tun, dass, wenn ich die Symptome, so ist ja auch entstanden in den 40er Jahren, so Virginia Satir hier und wie sie alle heißen, dass sie mit Einzelpatienten gearbeitet haben, dann den Eindruck hatten, dass die Familien manchmal dagegen steuern, weil jede Veränderung bedeutet natürlich eine Destabilisierung des Status quo. Und was bleibt den armen Leuten übrig? Die haben dann die Erfahrung, da passiert irgendetwas mit unserem jugendlichen Schizophren beispielsweise. Das kann ja nur was Schlimmes sein, weil das ist ja ihre Erfahrung, die sie hatten. Also das Beste, was sie tun können, ist dagegen zu steuern. Also war dann die Idee, doch gleich die Familie mit einzubeziehen. So ist das historisch dazu entstanden. Und so ist die Idee von Vernetzung und von Rückkopplung entstanden, die natürlich dann theoretisch mehr aufgearbeitet wurde. Aber das ist schon eines der zentralen Dinge und auf ein paar Punkte werden wir noch kommen. Jetzt kommt was sehr Wichtiges, wenn man präziser guckt, die Mikro-Makro-Ebene. Also ich habe zwei, genau, Hofstetter, der gern Faust zitiert, der ganze Strudel strebt nach oben, du glaubst zu schieben und du wirst geschoben im Faust oder salopp, heute in Neudeutsch, du stehst nicht im Stau, du bist der Stau. Also die Grundidee, jeder trägt zum makroskopischen Phänomen bei, fühlt sich aber, das werden wir mehrfach noch durchdeklinieren auf verschiedenen Ebenen, fühlt sich aber als Opfer natürlich dessen, wobei er mitmacht, völlig klar. Mal gucken, ob jetzt das, ja, die kommt sogar. Das ist natürlich eine ganz alte Tradition, haben wir bereits in der Psychologie. Also der Gestaltgedanke, die Melodie und die Töne, daran kann man es dann noch neben solchen saloppen Sätzen etwas klarer machen. Eine Melodie ist nichts anderes als das Ensemble der Töne. Wenn Sie 5, 6 unterschiedliche Töne hören, also wahrnehmen, hören Sie sozusagen innerlich, machen Ihre Wahrnehmung daraus eine Melodie, die Sie auch transponieren können und so die ganzen Eigenschaften, die der Gestalttheorie dann, also nicht die Gestalttherapie, da bin ich jetzt aufgegriffen, aber in der Gestalttheorie, dann thematisiert worden sind. Also einzelne Töne zusammen machen eine Melodie, aber das ist nicht das wirklich Spannende, schon spannend genug. Aber dass wir so eine wabbernde Ganzheitspsychologie, die es auch mal gab. Das Spannende ist, der zweite Kreis runter, dass diese Ganzheit, also diese Melodie, überhaupt den Einzeltönen ganz viele Eigenschaften gibt, die sie sonst nicht hätten. Also was eine Dominante ist, also was ein Leitton ist oder was ein Grundton ist oder was eine Subdominante ist oder so etwas, womit ich bereits das Spektrum von Dieter Bohlen abgegriffen hätte. Aber vielleicht die musikalischen wissen, dass es auch noch ein bisschen kompliziertere Musik gibt als diese drei Grundakkorde. Bei denselben, das war ja die Idee der Gestaltpsychologen, ich denke so an, ne? Also Leute wie Wertheimer, Metzger, Kofka, Köhler, später Levin und solche Leute, die Gestalttheorie dann und Gestaltpsychologie als eine der großen Ansätze der Psychologie groß gemacht haben, die dann allerdings nicht ins Nazireich reinpassten und deswegen auch auf deutschem Boden nie wieder Fuß fassen konnte. Es gibt keinen einzigen Lehrstuhl in Deutschland, der mit Gestaltpsychologen besetzt ist. In Italien gibt es 7, international gibt es auch etliche, in Deutschland nicht, was historisch verständlich ist, wenn man die Nachrichten der letzten paar Monate gelesen hat, wenn man also sich erinnert, dass, was gerade auch mich nochmal überrascht hat, dass Ende der 50er Jahre 77% sogar das Justizministerium mit Altnazis besetzt war, und zwar Führenden, dann kann man sich ungefähr vorstellen, warum dann nach dem Krieg auch die Gestaltpsychologie, die ja sagen, explizit eine Selbstorganisationstheorie war, explizit gegen Machbarkeit des Menschen angetreten war, dann vernichtet wurde sozusagen im Dritten Reich, also entweder physisch oder auswandern musste. Dann kann man sich vorstellen, warum die deutsche Psychologie nach dem Zweiten Weltkrieg vielleicht nicht sehr begierig war, sich an solche Theorien, die international führend war, wiederherzuholen, sondern lieber etwas, was im Siegergewand der Amerikaner sozusagen eher dieser Machbarkeitsideologie, sagen wir es mal ganz vorsichtig formuliert, entspricht. Ne? Das ist nur eine ganz kurze Randbemerkung wieder. Aber die Idee, diese Grundidee, dass einzelne Phänomene dann zum Gesamt beitragen und das Gesamt aber wieder rückwirkend den einzelnen Eigenschaften, Features gibt, den einzelnen Features ihre bestimmte Form und Eigenschaft und zentrale Aspekte gibt, das ist etwas, was in der gesamten Systemtheorie, auch naturwissenschaftlich, uns sehr zentral begleitet. Sie werden dann noch ein paar Beispiele kriegen. Und letztlich natürlich System
Umweltbeziehung, mit etwas, was dir süchtig ist. Ich muss sehr klar machen, wenn ich systemisch arbeite, argumentiere, denke, über welches System rede ich denn eigentlich? Rede ich über die Familie? Jetzt gerade nehme ich die in den Fokus. Dann sind psychische Prozesse, gesellschaftliche Prozesse, körperliche Prozesse eher die Umgebung sozusagen. Wenn ich darauf fokussiere, gucke ich auf psychische Prozesse, dann ist Familie, Gesellschaft und Körper sozusagen die Umgebung und so weiter. Also ist klar, alles spielt miteinander eine Rolle, sind miteinander verbunden, aber ich muss genau fokussieren, auf welcher Ebene rede ich dann jetzt gerade, wo stelle ich meinen Fokus drauf ein. Und das hat natürlich damit zu tun, mal sehen, kommt das jetzt noch? Nö, nicht wirklich. Was wir da eben hatten, auf allen diesen Ebenen, also nochmal Körper, Psyche, interpersonell und gesellschaftlich, finde ich selbstorganisierte Prozesse nach diesen Prinzipien. Überall ist das, was Sie sowieso bewegt als Therapeuten, Berater oder sonst etwas, oder auch im Alltag, überall habe ich diese Stabilisierung oder Fragen, wie stabilisiert sich denn etwas und wie gibt es Übergänge, die der Günther Schiepek dann so schön als Ordnungsübergänge genannt hat. Ich will Sie nicht mit dieser Terminologie ärgern, das ist, glaube ich, sehr anschaulich, dass Leute in Beratung, in Therapie, Coaching kommen, weil eine bestimmte Ordnung für sie unbefriedigend ist, sehr salopp, sehr allgemein formuliert, sie woanders hinkommen möchten, aber in den Strudeln auf dem Fluss des Lebens gefangen sind und wir sie dabei begleiten können, in einem Ordnungsübergang zu einer für sie befriedigenderen, adaptiveren Ordnung zu finden. Adaptiver heißt, dass sie bestimmte Entwicklungsaufgaben, die sich gestellt haben, lösen können. Also mein Beispiel, das ich immer, um das deutlich zu machen, gern benutze. Stellen Sie sich vor, eine Kleinfamilie, Vater, Mutter oder dreijährige Fritz. Funktioniert alles ganz toll. Fritz ist begeistert, Vater ist begeistert, Mutter ist begeistert. Die Interaktion ist toll. Die Therapeuten aus der Nachbarschaft, die zufällig da wohnen und reingucken, sagen, weil das ist ja die super Familie und von mir ist klatscht sogar noch der Weltgeist von oben Beifall. Also die super, 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 super Familie. Und jetzt stellen Sie sich vor, diese Superstruktur würde 20 Jahre stabil bleiben. Und Sie sehen sofort, warum dieser Ordnungsübergang so wichtig ist. Dass das zentral ist, was Therapeuten, Berater und wir auch alle mit uns selber machen müssen. Weil nichts wäre pathologischer, weil wenn das stabil bliebe, wäre der Fritz mit 23, 20 Jahre später, sich immer noch wie ein Dreijähriger behandeln lassen, würde so behandelt werden und so weiter. Und Sie sehen plötzlich, also völlig absurd. Natürlich stellen sich in seinem Leben dauernd Entwicklungsaufgaben, wenn er zur Schule kommt, deutlich mehr, wenn er zur Schule kommt und dann größer wird, kommt die Pubertät und so weiter. Also ganz, ganz viele Bedingungen in der Umgebung gibt es, die eben nicht stabil bleiben. Und daran muss sich, das hat schon Piaget gesagt und viele andere auch, daran muss sich dieser Mensch natürlich adaptieren. Das sind Entwicklungsaufgaben und die gibt es ganz genauso für ein Paar, wenn die sich kennenlernen, wenn sie Kinder kriegen, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, nur um ganz wenige Stationen zu sagen. Oder für eine Organisation, wenn sie sich neu bildet, wenn sie sich etabliert hat, wenn die Konkurrenz sozusagen darauf reagiert und so weiter. Das sind alles Phasen oder als Entwicklungsaufgaben, worauf man dann reagieren muss. Und ständig muss man in Ordnungsübergängen, also von einer Struktur auf die andere, übergehen. Es ist das Stirb und Werde der humanistischen Psychologie oder der Weisheitslehren, die dahinter stehen. Das Stirb und Werde, das Loslassen von bestimmten Strukturen, um allerdings nicht wirklich, irgendwann stirbt man auch mal dann endgültig physisch, aber um etwas loszulassen, bestimmte Strukturen, um dann wieder Raum zu kriegen für neue, die besser adaptiert sind an die Entwicklungsaufgaben. Das ist was sehr Entscheidendes. Und die Frage ist eben, wie laufen diese Ordnungsübergänge ab? Das ist für Entwicklungsaufgaben grundsätzlich in der Entwicklungspsychologie, in der Beratung, in der Therapie, im Coaching, aber auch für uns selber letztlich einer der zentralen Schlüssel, also zu fragen, Ordnungsübergänge, auch was Friedemann Schulz von Thun gesagt hat, da ging es letztlich, bei allen diesen Entwicklungsaufgaben hat er wörtlich sogar gesagt, natürlich geht es darum, wie kann ich von einer Ordnung, die nicht mehr passt, er war nicht, Gott sei Dank, ist er nicht als 20-Jähriger geblieben, sondern wurde älter und konnte uns dann Dinge erzählen, die er als 20-Jähriger eben nicht erzählen konnte, weil er Entwicklungsaufgaben gemeistert hat. Und Bernd auch, für seine Organisation und so etwas. Das ist das Zentrale. Und die Frage für jede Entwicklung, ja gut, was sind die Bedingungen, die mich entweder
anpassen lassen oder nicht? Anpassen klingt immer so grässlich, aber klar, ich muss mich, jetzt können wir eine Diskussion ja machen, aber na klar, ich kann nicht gegen die Gesellschaft leben, oder kann man auch, oder muss man, dann sollte man in Himalaya gehen und vor sich hin meditieren, was durchaus was sehr Anständiges und was sehr Ehrenwertes ist. Aber solange ich in dieser Gesellschaft bin, muss ich auch bestimmte Regeln einhalten. Bis dahin hinein, dass man wissen muss, wie verrückt die Gesellschaft tickt, um dieses Spiel mitzumachen. Und dann kann man sich immer noch rausziehen, sozusagen. Die Weisheit der Hagazusser, der Hexe etymologisch gesehen, die auf dem, daher kommt das Hagazusser, auf dem Hag saß und immer schon zwischen zwei Welten, nämlich der völlig erstarrten, verrückten Alltagswelt und ihrer weiteren Sicht in andere Bereiche immer schon dieses Gleichgewicht halten musste. Und wenn sie auf der einen Seite runterfiel, war sie ihr Mitglied unserer, ich will die jetzt nicht verunglimpfen, dieser wichtigen, aber doch sehr merkwürdigen Alltagswelt. Und wenn sie auf der anderen Seite runterfiel allerdings, dann war sie wirklich ein Fall für die Psychiatrie. Weil dann war sie nicht mehr souverän zwischen beiden Welten, sondern war dem ausgeliefert. Also diese Idee der Instabilität, der stabilen Instabilität, die auch in diesem Fluss drin ist, ist etwas sehr Wichtiges. Ich will aber nicht auf mein Lieblingsthema zu sehr jetzt eingehen. Ganz wenige Dinge, Selbstorganisation vergleichsweise schnell, ist nicht das Linke, da werden wir eh darauf zurückkommen, sondern das Rechte. Also Feedback und Rückkopplung, zweites, da wird ernst genommen. Und das hat ganz bestimmte Konsequenzen. Da ich die Folien in den Anhang geschmissen habe, werde ich mindestens mit wenigen Worten darauf zurückkommen. Das Linke repräsentiert eher den Zugang des Abendlandes, mechanistisches Denken. Also wenn man, und ich habe ja gesagt, ich hatte einen Lehrstuhl für Statistik und sonstige Sachen und Methoden, das reicht vielleicht der Hinweis, Sie wissen bei Galilei, man muss die Folterinstrumente nicht wirklich anwenden, es reicht darauf zu erweisen, dass man sie hat. Also ich kann Ihnen das auch formal durchdeklinieren, also Sie dürfen das einfach auch glauben. Aus dem Linken, wenn man das durchdekliniert, folgt tatsächlich also als Modell, als grundlegendes Modell, so etwas wie ein Quader, der auf einer Ebene verschoben wird. Grundprinzipien ist, ich kann alles beherrschen, Homogenität der Fläche, egal wie das hingekommen ist, also Geschichtslosigkeit und so weiter. Also ganz viele Prinzipien, die damit verbunden sind. Und nochmal, die sind durchaus, oder nochmal, oder in den Fokus genommen, sind durchaus wichtig für den Umgang mit Maschinen oder für mechanistische Zusammenhänge. Aber wenn ich Rückkopplung ernst nehme, und das ist auf jeden Fall für den Umgang mit lebenden Systemen zumindest, auch bestimmt ist es naturwissenschaftlich, deswegen haben wir die als Rückendeckung, die moderne Systemtheorie, aber auch für menschliche Systeme grundsätzlich immer, sieht das Bild deutlich anders aus. Wenn ich das durchdekliniere, komme ich auf eine Landschaft, eine, ich weiß nicht, ob man es hinten überhaupt sehen kann, eine epigenetische Landschaft, wo eine Kugel sich in einer Landschaft bewegt, die eben nicht homogen ist wie links, sondern durch Täler und Berge gekennzeichnet ist. Die Täler sind die sogenannten Attraktoren, Begriff, den wir, glaube ich, nochmal irgendwann auf einer Folie auftaucht. Die Berge sind die Instabilitätspunkte, vor allem da, wo sie es teilt. Und an diesen Stellen, wo ist denn das Ding jetzt hier? Da ist es. Na, das sind die Entwicklungsaufgaben. An diesen Stellen kann man sich so oder so oder so die Kugel entscheiden. Also kann den einen Weg oder den anderen Weg gehen. Das sind die Instabilitätspunkte, wo dann sehr entscheidend ist, wie der Fluss des Lebens sozusagen dann im einzelnen Fall weiter verläuft. Sie sehen aber jedenfalls ein völlig anderes Bild, ein dynamisches, zeitliches Bild natürlich mit Nicht-Homogenität. Das ist auch nicht so leicht Kontrollierbarkeit. Ach so, und die letzte noch hier drunter. Hier ist natürlich Veränderung von gesund auf krank oder krank auf gesund. Und wenn Sie in die Bibliothek gehen, werden Sie finden, da finden Sie ganz viele Bücher, wie jemand, der gesund ist, krank wird. Das nennt sich Pathologie oder in unserem Bereich Psychopathologie. Sie finden ganz viele Bücher, wie ein Kranker gesund wird. Das nennt sich Therapie oder Psychotherapie. Je nachdem, ob Sie Medizinisches angucken. Aber wenn Sie das hier ernst nehmen, Prozess, Vernetzung ist etwas, aber vor allem auch allein nur das Prozesshafte, dann ist doch genauso erstaunlich, wieso ist jemand, der gesund bleibt, also was muss man tun, damit jemand, der gesund ist, gesund bleiben und jemand, der krank ist, krank bleiben. Darüber haben Sie vergleichsweise deutlich weniger gefunden. Da gibt es inzwischen mindestens ein Wort für, das heißt Salutogenese. Das ist aber erst 30 Jahre alt im Vergleich zu Jahrhunderten von Psychopathologie und Psychotherapie. Also Sie merken schon, wie das unterschätzt worden ist. Und hierfür haben wir nicht mal einen brauchbaren Begriff. Was muss jemand tun, damit er krank bleibt? Man kann sagen chronisch, aber Sie merken, das ist nur eine Umschreibung eigentlich desselben. Also das ist noch nicht mal einen Begriff gibt es dafür. Und wenn es für irgendwas keine Begriffe gibt, denken Sie daran, dann ist das auch etwas, wo wir von ausgehen können,
dass das in unserer Gesellschaft völlig, also eher unterbelichtet ist, mal sehr freundlich formuliert. Gut, wenige Bemerkungen waren das zu den Essentials von Systemtheorie, dass sie mich gleich immer wieder kommen. Bin auch ganz gut in der Zeit. Ach so, ja, und nochmal, wenn ich diese vier Ebenen nehme, auf die ich jetzt gleich einzeln eingehen werde, stellen sich in der Tat Fragen, was ich schon sagte, von Stabilisierung und Veränderung. Das sind die zentralen Fragen. Also wenn ich schon, und nochmal, Stabilisierung ist auch was Gutes. Wir wollen nicht jeden Tag, also es klingt zwar doll, ich möchte einmalig sein und mich ständig verändern, aber stellen Sie sich vor, allein bleibt mal auf der Paarebene, da kann man scheinbar immer so gut drauf gucken, mit der fange ich auch gleich an. Stellen Sie sich vor, Sie müssen mit Ihrem Partner jeden Morgen debattieren. Wollen wir noch zusammenbleiben? Wie wollen wir zusammenbleiben? So etwas hochkreativ, hochspannend, sollte man ab und zu auch mal fragen. Aber dazwischen müssen auch Phasen da sein, wo man sagt, okay, wir sind jetzt zusammen, wir haben so ein paar Regeln und so weiter, wir wissen, wie das läuft, um einfach Freiheit zu kriegen für anderes. Also wir sollten die Ordnung und die Stabilisierung und die Vorhersagbarkeit nicht unterschätzen, aber Sie wissen, die andere Seite, die Rigidität, wenn es dann darin erstarkt, ne, dass die Leute dann zu uns kommen, das soll es auch nicht sein. Aber man muss eben auch die andere Seite schätzen, also immer die Symptome schätzen, ist was sehr Wichtiges. Denn Sie haben uns sehr, was sehr Wichtiges über, also bei den Wertequadraten wieder über die Werte zu sagen. Also wenn wir nur auf Veränderungen aus sind, und immer, ne, dann unterschätzen wir die eigentliche Botschaft der Symptome, die schon von Urvater Freud Therapeuten eigentlich immer beschäftigt hat. Gut, jetzt deklinieren wir die vier Ebenen durch und das konnte man da eben schon sehen, genau. Ich fange von diesen Ebenen mit der interpersonellen an, weshalb? Nicht, weil es die wichtigste ist, sondern weil sie am einfachsten ist. Da kann man so schön scheinbar drauf gucken. Ne? Ich habe ja auch jetzt gerade die Beispiele genannt. Auf der Familie hat man den Eindruck, da kann man so von außen drauf gucken und ein paar auch. So die Psyche ist schon schwieriger, die Kultur ist auch ein bisschen schwieriger, ne? Aber da kann man so ein paar Dinge noch deutlich machen und scheinbar drauf gucken. Gut, deswegen fange ich mit dem Interpersonellen an. Tja, jetzt gucken wir uns das klassisch an. Das ist jetzt nicht Schulz von Thun, bitte nicht missverstehen, sondern das ist aber noch anderen Kommunikationsbüchern, die immer von Sender und Empfänger reden, ist das die große Gefahr, das so zu verstehen. Mache dieses oder jenes oder man stellt eine Frage oder sonst etwas. Also Input-Output eigentlich vor dem Modell, das wir eben gehabt haben. Gut, und jetzt stellen Sie sich vor, ist das das nächste jetzt hier? Ja. Also Sender Mutter, Empfänger Tochter. Tochter ist 13, hat abgemacht, um 12, also Mitternacht zu Hause zu sein mit ihrer Mutter, kommt aber erst gegen 4. Jetzt könnte die Mutter sagen, wo warst du heute Nacht? Weil die Mutter ja nicht ins Gehirn gucken kann. Also als Sender sendet sie diese Botschaft an die Empfänger Tochter in der Hoffnung, da sie nicht ins Gehirn gucken können, kriegt sie jetzt eine Antwort. Sie lachen zurecht. Sie ahnen schon, das kann nicht funktionieren, wenn sie überhaupt noch eine Ahnung haben, wie Mutter und Tochter ticken grundsätzlich und was überhaupt so ein Begriff wie Mutter und Tochter überhaupt meint. Warum? Naja, das funktioniert natürlich dann, den Satz mal gleich zu Ende, bestenfalls, wenn zwei Leute fremd sind. Also wo geht es jetzt zum Bahnhof, dieses andere berühmte Beispiel, da soll man dann nicht sagen, sie fühlen sich ganz unsicher, therapeutisch oder sonst etwas, sondern wo es um Sachinformationen geht, ist völlig klar, da kann man dann auch mal Sender-Empfänger spielen. Aber Mutter und Tochter, weshalb funktioniert das nicht? Es funktioniert deswegen nicht, weil Mutter und Tochter sind. Das heißt, sie sind solche Kreisläufe schon im Laufe ihres Lebens tausende Male durchgegangen. Da gibt es eben nicht einen Input und Output, sondern es gibt ständig Rückkopplung. Und die Tochter weiß einfach von dieser Rückkopplung, ja, wenn ich das sage, was ich mir gerade in meinem Gehirn drin ist, dann kriege ich Ärger und oder meine Mutter macht sich Sorgen und das ist alles nicht so sehr klug. Also werde ich sinnvollerweise das sagen, was ich in diesen tausend Schleifen bereits über als inneres Bild von meiner Mutter habe. Ist doch völlig klar. Die Mutter wird auch, wenn sie einigermaßen intelligent ist und diese, wo kommst du jetzt her, nicht nur ein Auskotzen ihrer eigenen Befindlichkeit ist, sondern wirklich als Frage gemeint ist, weil sie was wissen will, weiß sie, sollte sie wissen, dass sie eine der dümmsten Fragen, die man in so einem Zusammenhang stellen kann. Weil genau die Tochter wird sich das überlegen. Also muss sie sich überlegen, aha, die Tochter wird natürlich eigentlich das nicht sagen, wenn ich so eine dumme Frage stelle. Was kann ich machen? Da kommt dann gelingende Kommunikation, da kann man sich überlegen, wie tue ich das und so weiter. Aber mir geht es hier um das Grundsätzliche, was ich meine, mit Mutter, Tochter, Mann und Frau oder wie auch immer, welches soziale System Sie auch immer nehmen.
bevor der überhaupt einer nur den Mund aufmacht, um sowas ähnliches wie ein Sender zu sein, das macht ja soziale System aus, hat er tausendmal bereits Schleifen durchlaufen und weiß, zieht strategisch mit ein, wie der andere wahrscheinlich reagieren würde. Das heißt, bevor er auch nur den Mund aufmacht, sind tausende strategische Spiele im Kopf sozusagen bewusst, unbewusst und sonst wie abgelaufen. Das ist, glaube ich, völlig klar. Und von daher stimmt das ebenso nicht. Also, da gibt es kein Input und kein Output im eigentlichen Sinne, sondern systemisch gesehen gibt es eben, was ich auch gerade sagte, Vernetzung und Rückkopplung. Sprich, Mutter und Tochter werden, deswegen liebe ich das, zu Partnern. Sie haben mich Part, Teil eines gemeinsamen Systems, zu dem jeder beiträgt oder auch nicht. Aber das so abläuft, das haben Sie bei Schulz von Thun und in jedem Kommunikationsbuch und bei Watzlawick und so eh schon tausende Mal gesehen. Na, aber so das ist die Bedeutung, die sozusagen dahinter ist, die dann eben so sein können, wie entzieh dich mir nicht oder kontrolliere mich nicht so. Na, das sind ja jetzt nur wiederum kurz gefasste Formen von solchen Kreisläufen. Gut. Nochmal, jeder trägt dazu bei und ist gleichzeitig Opfer. Etwas, auf das wir gleich noch eingehen werden, oder ein bisschen, also ziemlich bald. Da kann man nicht sagen, es liegt an der Mutter, die so überkontrollierend ist. Es liegt auch nicht an der Tochter, die sich so entziehen will, sondern das hat sich was eingeschlichen. Auch etwas, was wir als Berater, als Therapeuten und als Menschen ernst nehmen wollen. Systemisch gesehen ist die Suche nach Tätern und Opfern, das sollte man nicht nivellieren, aber meist sehr fruchtlos und manchmal auch sehr daneben liegen. Weil oft, und das ist das viel Tragischere, kommt aus viel gutem Willen nichts Gutes raus. Das ist wirklich ernst zu nehmen und was Tragisches. Aus leichten Abweichungen, die aber wunderbar aufeinander eingespielt sind, wird das Muster immer deutlicher und immer deutlicher und immer deutlicher. Ich habe das mal, oder auch hier in dem, was gerade im Entstehen ist, an zwei Leuten, die auf im Segelboot sind, aber wenig Erfahrung haben und auf so einen See rausrudern oder im Ruderboot wenig Erfahrung mit der eine, also mit Wasser haben. Der eine lehnt sich ein bisschen raus und der andere kriegt aber Angst und denkt, oh ja, das Boot kippt um und lehnt sich auch raus. Dann denkt der andere, oh, jetzt darüber und lehnt sich noch mehr raus und lehnt sich noch mehr raus und lehnt sich noch mehr raus. Das sind die logischen Antworten. Und wenn man nach einer halben Stunde dann guckt, hängen beide nur noch in den Seilen, völlig verkrampft. Jeder weiß, und das ist genau der Punkt, jeder sieht genau, wie bescheuert das ist. Er erlebt das im eigenen Körper. Jetzt hänge ich nur noch in diesen Seilen. Irgendwie, ja, ist er jetzt Opfer oder ist er Täter? Nein, der hat damit zu beigetragen. Aber Sie merken auch, wenn Sie erstmal in den Seilen hängen, kommen Sie auch gar nicht so leicht wieder zurück. Weil wenn Sie das so leicht könnten, dann wären Sie gar nicht dahin gekommen, also wenn Sie die Einsicht in die Meta-Zusammenhänge hätten. Ne? Das ist genau das, die Idee, dass da nach einem Opfer oder nach einem Täter gesucht werden muss in jedem Falle, sollte man zumindest hinterfragen. In vielen Fällen sieht die Dynamik eben durchaus anders aus. Und nochmal, das ist das sehr Traurige. Wir haben zum Beispiel ein Projekt mit Schreibabys gemacht, somatisch in Ordnung waren, muss man vorher abklären. Also das sind diese Kinder, die so ein halbes Jahr bis anderthalb ungefähr sind oder zwei auch, die ununterbrochen schreien und so etwas, obwohl die somatisch, was alles Mediziner feststellen können, eigentlich super in Ordnung sind. Und wo man eben auch zeigen kann, es ist nicht die völlig unfähige Mutter, weil die hat oft zwei Geschwister oder drei Geschwister und alles läuft wunderbar. Und es ist auch nicht dieses Kind, das jetzt so völlig unangemessen, gibt es natürlich auch alles, also in Sonderfällen, in Randbereichen gibt es das alles, klar, aber der Normalfall. Sondern da passen einfach, wenn man so will, zwei nicht zusammen. Also wie man an den anderen Geschwistern sehen könnte, ein etwas anderes Kind mit der Mutter wäre hervorragend gelaufen. Und das gleiche Schreikind mit einer etwas anderen Mutter, die vielleicht ein bisschen salopper gewesen wäre oder andere Erwartungen gehabt hätte, wäre auch toll. Aber diese beiden passen nicht gut zusammen. Das merkt man am Anfang nicht, aber die Erwartungen des Kindes und die Erwartung der Mutter, was wir kurz angedeutet haben, passen nicht wirklich gut zusammen. Naja, und dann fängt das an und dann wird das immer schlimmer und immer schlimmer und jeder versucht verzweifelt, das Kind über sein Schreien mitzuteilen, was er eigentlich will. Und die Mutter immer mehr, und die macht ja eh schon alles, was in Lehrbüchern stand und sonst was, was natürlich, na, Sie ahnen schon, eher dazu führt, dass es dann noch verstärkt wird. Das ist ja der Sinn von Lehrbüchern, ne? Dass die Symptome verstärken, wird eigentlich gut. Ja, und dann entsteht sowas. Beide leiden darunter, beide merken das, aber kommen nicht so leicht zurück. Und wenn man dann, ich will jetzt nicht auf die Details von Arbeit eingehen, aber ist, glaube ich, klar, wenn man dann plötzlich mal Videos macht und zeigt, wo die Ressourcen eigentlich sind, wenn das Kind weniger schreit und so etwas, und dann wird das mehr gemacht automatisch, weil sie es sieht, dann wird sofort deutlich, aha, das ist so durchaus
ist das durchaus in der Kompetenz der meisten Mütter, auch mit Schreibabys oder auch des meisten Mutter-Kind-Interaktionssysteme, ohne dass man jetzt groß lehren muss, da musst du aber jetzt Folgendes tun. Wenn die einfach sehen, was besser funktioniert, dann machen sie das automatisch mehr. Oder dass man sagt, das müssen sie jetzt aber verstärken. Wissen Sie, das steht auf Lehrbuch der Verhaltenssteuerung auf Seite 17 oder so. So blöd sind die alle nicht. Das ist völlig klar. Ne? Aber man muss darauf aufmerksam machen, welche Ressourcen eigentlich da sind. Gut. Das gilt natürlich nicht nur für Mutter und Tochter, sondern sehr salopp und sehr schnell formuliert für jede kleine soziale Organisation auf der interpersonellen Ebene, auf der bin ich ja noch. Also Vater, Mutter und zwei Töchter, die da angedeutet sind, sehen eben nicht so aus, dass die Beziehung alle genau gleich wären. Dann wären das wiederum vier in einen Raum hineingewürfelte Personen, sondern es sieht so aus, dass da bestimmte Strukturen sind. Das meinen wir mit Familie und so sieht auch jede Familie aus. Diese, vielleicht jetzt nicht besonders deutend, das ist ein verdeckter Konflikt zwischen beiden, zwischen denen offener, was denn hier jetzt los, das wollte ich noch nicht alles, kommt gleich, aber verdeckter, offener Konflikt zwischen beiden, eine sehr enge Beziehung, aber wie auch immer, wie Sie es benennen, eine reale Familie bedeutet eben, dass bestimmte Strukturen da sind, das genau meinen wir. Und jetzt nicht nur biologische Art, sondern vor allen Dingen interpersonelle Art, wenn ich auf die Ebene gucke. So, jetzt kann ich auch mal das hier nutzen, das war es, glaube ich, falsch. Aha. So. Bisschen zu solchen, die man dann Triangulation nennt, auch ein sehr typisches Muster, Vater und Mutter haben verdeckten Konflikt und das wird über das Kind umgeleitet, wo wir auch nochmal sehen, was mir wichtig ist. Selbst solche somatischen Störungen, wir haben ein anderes großes Projekt mit Asthma. Und Asthma ist nun sicherlich nichts, oder jemals, wo wir es hatten, ein schweres Asthma, weitgehend, also mit der Gefahr, tödliches Asthma zu sein, nichts psychosomatisch, in dem Sinne nur psychisch erzeugt. Aber die Stabilität, wenn man sich solche Familien anguckt, die Sekundärsymptomatik sozusagen, dreht sich alles um dieses Asthma. Also die trauen sich nicht mehr zu verreisen, die anderen Kinder kommen sowieso, werden völlig runtergebügelt, weil alles um diese tödliche Krankheit Asthma verläuft. Ja, und eigentlich sind da offene und vor allem auch verdeckte, die ja noch viel schlimmer sind, wenn man sich allgemein anguckt, auch Verhaltensstörungen oder sonst etwas, und was diese Struktur dieser Familie ausmacht. Und dann ist sehr wichtig, das ist sogar inzwischen in deutschen Kliniken Standard geworden, was in Osnabrück entwickelt, solche eine Woche mit den Familien zu reden, einfach zu gucken, welche Ressourcen lassen die außer Acht, weil alles um dieses Asthma sozusagen herumkreist. Und das hat natürlich, wie Sie ahnen können, Stress ist, wenn du so einen Anfall kriegst und bei einer guten Einstellung so etwas ist, aber Stress, das, was letztlich dazu führt, ob der jetzt tödlich geht oder ob der gerade noch abgefangen wird mit der Medikation und so etwas. Das heißt, letztlich wirkt sich solche Veränderung in der Sekundärsymptomatik, nämlich im Stress der Familie, auch noch wiederum auf die Primärsymptomatik aus. Deswegen zahlen Kassen und sowas inzwischen diese Programme auch. Aber Sie sehen, nicht solche Muster haben natürlich was damit zu tun, mit Selbstorganisation, Selbstverstärkung. Aber, jetzt habe ich über das Interpersonelle was erzählt, wichtig ist auch, jede Interaktion, was die Systeme lange Zeit vergessen haben, muss durch das Nadelöhr persönlicher Sinndeutung geben. Eine Familie, eine Organisation, die Gesellschaft kann noch was so sinnvoll definieren. Sinn kann ich nur selber, also ob es für mich sinnvoll ist, kann ich nur selber empfinden. Das sage ich deswegen, weil Sie kennen die Debatte vielleicht, oder viele in diesem Raum, könnte ich mir vorstellen, der 80er Jahre, wo die Systembewegung so ihre erste pubertäre Phase einen Höhepunkt hatte und wir alle Pubertierenden dann so maßlos übertrieben haben, wir können das ganze individuelle Zeug wegschmeißen, jetzt haben wir das richtige Paradigma und alles völlig unsinnig und wir gucken nur noch auf die Strukturen, also auf die Interaktion, wozu dann auch noch bestimmte Systemtheorien eingeladen haben, die aus der Soziologie, aus der Makrosoziologie kommen, um nicht so Namen wie Luhmann zu nennen, beispielsweise. Ne? Sie merken Systemiker in mir, also ich habe ihn nicht genannt, so ähnlich wie das Döbermann oder Böhmermann Zitat über den Gedicht über den Erdogan, was ja interessanterweise sogar meine Staatsanwaltschaft in Deutschland verstanden hat. Das hat mich ja wirklich gestaunt. Das war für mich das Erstaunlichste, dass sie begriffen haben, was das sozusagen paradoxe Intervention ist. Das ist ja erstaunlich. Weil das ging ja nicht um den Inhalt des Gedichtes, sondern den Kontext. Und das war ja gerade das Raffinierte daran. Also ich bin kein Fan von Böhmermann. Das Gedicht finde ich auch scheiße, auf Deutsch gesagt. Aber raffiniert war dieser Kontext und das ist ja was ganz anderes, als das, worüber debattiert wurde. Gut, also es muss durch das Nadelöhr
persönlicher Sinndeutung geben und damit kommen wir natürlich auf eine ganz andere Ebene. Und warum das so wichtig ist, zeige ich Ihnen an der Stelle. Ich denke, die meisten kennen dieses Watzlawick-Beispiel. Ist ja tendenziell, liegt das ja auch dem Friedemann zugrunde und dem anderen. Also Mann geht in Kneipe, Frau meckert. Ich hatte vorhin Tochter, Mutter, jetzt durfte ich auch mal Mann und Frau nehmen. Also so eine Abfolge, man kann nur sehen, Frau meckert, Mann geht in Kneipe, Frau meckert, Mann geht in Kneipe. Diese endlose Geschichte, von dem keiner weiß, wie sie angefangen hat und so etwas. Und das Übliche, was sie dann finden, was Interpunktion heißt, Frau interpunktiert, ich meckere ja nur, weil du säufst. Und Mann interpunktiert, ich saufe, weil du meckerst. So steht es bei Watzlawick. So habe ich es mindestens 2 Jahrzehnte meinen Studenten versucht beizubringen und auch, glaube ich, geschafft. Und so weiter. Bis ich dann irgendwann draufgekommen bin, das ist ja irgendwie nur die halbe Wahrheit. Das ist die halbe Wahrheit. Aber typisch für unsere Kultur, wenn irgendwas nicht gut läuft, sind wir immer die armen Opfer. Wie sieht denn die andere Seite aus der Medaille? Es gibt nämlich auch Täternarrationen, nur die vergessen wir so gern. Die Frau sagt, ich meckere, damit du säufst. Also es sind dieselbe Abfolge wohlgemerkt. Und der Mann sagt, ich saufe, damit du meckerst. Und ich denke, dieses Lachen ist so ein typisches Aha-Lachen. Zunächst mal so ein typisches, absurdes, theoretisches Theater da vorne. Aber Sie müssen nicht mal Psychologie wissen, es reicht, wenn Sie so Bunte lesen oder so etwas und in die Alterserfahrung reingucken. Auf den ersten Blick völlig erstaunlich, weil wir immer nur diese Opfernarrationen erzählen. Aber man kann sich sehr schnell eine Narration ausdecken, nicht nur zu den oberen, sondern auch zum unteren, warum die Frau vielleicht gute Gründe hat, also sich im Kreise ihrer Freunde da bemitleiden zu lassen über ihren Säufer und den trotzdem aus dem Hause zu haben. Also wie gesagt, ne, da reicht schon Bunte und alles diese Illustriertchen, die es da überall gibt und die Witze, die es da gibt. Oder da unten, ich saufe, damit du meckerst. Was gibt es praktischer als für einen Mann, der ganz gern mal ein Bier oder auch eins zu viel trinkt, als zu Hause diese Meckertusse zu haben und sich im Kreise seiner Saufkumpanen sozusagen über seine Frau auszukotzen, die ja sowieso ihn da in die Kneipe treibt und da meckert. Also hat er durchaus gewisse Vorteile. Ich will das jetzt nicht vertiefen. Und wichtig ist, dass natürlich jetzt nicht die eigentliche Wahrheit, das ist nicht die eigentliche Wahrheit, ne? Gar nicht so leicht zu drücken. Das ist nicht die eigentliche Wahrheit da oben nicht, sondern das Ganze gehört sozusagen zusammen. Aber die Opfernarrationen, die wir alle so gut drauf haben, sind nicht wahrer als die Täternarrationen. Und jeder Therapeut und Berater und Coach und so wird natürlich sofort mir zustimmen, dass die Täternarration, das heißt da, wo ich, das war ja auch gestern und heute Morgen eigentlich auch, ne, nur wir erzählen ja immer dieselben Geschichten nur aus verschiedenen und selben Lebenserfahrungen aus verschiedenen Perspektiven. Mit Täternarration kann ich natürlich sehr viel besser arbeiten. Also je mehr jemand einsieht, was er selber dazu beiträgt, umso leichter ist das zu bearbeiten. Da muss ich nicht immer auf den anderen warten, auf die böse Gesellschaft oder was auch immer, sondern das kann man dann kann man gucken, okay, was ist es denn? Also bis hin, ich gucke gerade auf die Uhr, bis hin zu ganz schwierigen Sachen. Also einfach auch das Ausmaß deutlich zu machen, wo wir im Bereich von Borderline ja sehr häufig frühen Missbrauch haben. Damit auch der Begriff Täter deutlich wird. Und da geht es jetzt überhaupt nicht im systemischen Ansatz oder so, einen Täteranteil der fünfjährigen Tochter gegenüber dem Vater herauszuarbeiten, dass wir eine völlige Missinterpretation des systemischen Ansatzes oder auch der Idee der Täterschaft. Na, sie ist einfach in dem Zusammenhang Opfer, auch wenn die Zusammenhänge insgesamt deutlich komplexer sind. Das ist nur der Vater vielleicht, auch der ist wieder sozusagen eingebettet, aber auf der Ebene Tochter-Vater sozusagen ist das völlig klar. Nichts soll dann nivelliert werden, was ja Verstehen und Entschuldigung sowieso auch was anderes ist. Aber da, wo es mir gelungen ist, und ich habe es nie von mir angesprochen, sondern immer den Weg, die Tür geöffnet, wo später deutlich wurde, warum eine 30-jährige, 35-jährige Frau, was ja nicht untypisch ist, immer wieder in Kontexte, in Strukturen kommt, wo sie sich immer wieder über ihre Grenzen treten lässt, um mal sehr vorsichtig zu formulieren, und jetzt gucken kann, ja, was trage ich denn jetzt noch als erwachsene Frau und bei den nächsten Malen, hier gar nicht in der Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft, was trage ich dazu bei und was kann ich ändern, dass das nicht wieder passiert, das ist nochmal was sehr Hilfreiches. Na, und Sie merken plötzlich, dass dieses Täter und Opfer, muss man eben sehr differenziert gucken und dann kann man selbst bei wirklich traumatisierten, also auf die Weise jedenfalls traumatisierten Opfern,
durchaus auch sowas mit bearbeiten, ohne dass es irgendeinen Schuldzuschreiben oder sonst etwas wird, sondern es einfach nur Zusammenhänge deutlich macht. Und wo man dann auch nochmal, wenn die Zusammenhänge gesehen werden, tatsächlich ein, jetzt weiß ich, dass ich da besser, sehr salopp formuliert, auf mich aufpassen muss. Aber auch natürlich, welche Signale ich sende und was ich gelernt habe, also biografisch gelernt in Anführungsstrichen, was ich da tue eigentlich, dass da über meine Grenzen ständig hinweggetrampelt wird. Gut. Zurück zu diesem Bild. Also es gibt eben nicht nur interaktive, sondern auch kognitive und die gucken wir uns an. Also wir machen jetzt sozusagen die Lupe da drauf. Und das kann ich am besten mit einem Experiment machen, weil da wird das sofort anschaulich, worum es geht. Ein Experiment, das in einer Nachbaruni gemacht wurde, schon vor 20 Jahren, aber so schön anschaulich ist. Also es geht ja immer um diese Idee der Rückkopplung, jetzt auf der psychischen Ebene. Man gibt eine solche Punkteverteilung einer Versuchsperson vor. Das darf sie von mir aus 10 Sekunden angucken, muss also gar nicht so kurz sein. Danach wird sie gebeten, dann nimmt man es weg und wird gebeten, das zu reproduzieren. Das ist eine reale Versuchsperson, die das reproduziert hat. Was passiert da oben? Da muss man es irgendwie wahrnehmen, verarbeiten, erinnern, reproduzieren, also eine Operation. Und das, bis dahin wäre es jetzt so ein klassisches, sind ein paar Lehrer drin, schlechter Unterricht oder wie es aussieht. Wozu dient das zu sagen, da hast du einen Fehler gemacht, guck mal, an der Stelle ist das doch gar nicht und so weiter. Also Input-Output dient ja auch der Kontrolle, das ist falsch gemacht, da hast du dein Multiple-Choice. Du musst jetzt zwar nicht wissen, was Empathie ist, aber du musst wissen, wo es das Kreuz macht auf dem Fragebogen. Das reicht ja für die Prüfung in Psychotherapie. Also so wie sie dann in diesen Bögen drauf ist. Sie wissen das, ne? Das ist ja tatsächlich so. Also man muss wissen, wo man die Kreuze macht. Was das innerlich bedeutet, ist völlig irrelevant geworden inzwischen. Aber uns geht es ja darum, also nicht Input-Output, sondern zurückzukoppeln. Nun könnte man das der Versuchsperson wieder reingeben. Bei dieser Versuchsanordnung macht das nicht sehr viel Sinn, weil die hat ja das erste schon gesehen und dann würde immer dieses weiteren Muster, das war ja ungeordnet, damit interferieren. Man kann aber gerade bei Wahrnehmung auch über andere Leute gehen. Man kann das also so ähnlich wie bei der Geschichte, bei der stillen Post einer weiteren Person geben, die das dann wiederum reproduziert und so weiter und so weiter. Gut, wenn man das jetzt so macht, entsteht erstmal das. Das ist ja also eine reale Folge. Und jetzt kommen die ganzen Ordnungsfanatiker in unserer Gesellschaft, die sagen ja, also Ordnung kann man nur durch Ordnung, also Ordnung muss man machen. Also die nicht an Selbstorganisation glauben. Und das ist ja die Rechtfertigung, ne, für die ganzen Interventionen, die wir haben, auch weltpolitisch gesehen. Also ich muss immer die Truppen dahin bringen, damit sie endlich mal Ordnung machen. Und Ideen, wie man Selbstorganisationsprozesse anleiten kann, sind ja immer noch nicht populär geworden. Wir würden sagen, wartet doch mal ein bisschen, wartet einfach ein bisschen. Wartet ein bisschen und wartet ein bisschen und wartet ein bisschen. Und dann entsteht so etwas. Und deswegen ist es schon 20 Jahre alt, oder vielleicht sogar schon 25 inzwischen, weil man dadurch einfaches Hingucken, das Wesentliche, glaube ich, erkennen kann. Und das Wesentliche ist, das kann man replizieren, Loch und Löcher können Sie in Schulklassen, also wenn es Lehrer gibt oder in Gruppen auch durchaus machen, wenn man so etwas vorgibt, es entsteht immer sozusagen am Ende eine Ordnung. Warum entsteht eine Ordnung? Schon evolutionär. Wir können, wie 1000 Experimente zeigen im Bereich Gestalt und sonst wo, wir können gar nicht es aushalten. Da werden so lange Fehler gemacht, bis irgendwo sowas Ähnliches wie eine Ordnung anspringt. Unser Gehirn macht automatisch Ordnung, ein bisschen jedenfalls. Und wir sind evolutionär darauf trainiert, sozusagen Ordnung wahrzunehmen und sie eher zu verstärken. Und das passiert ständig dabei. Und natürlich steckt da oben kein Quadrat drin, deswegen kommt, wenn Sie das machen, auch nicht notwendigerweise ein Quadrat am Ende raus. Also da kann eine Raute rauskommen oder ein Kreuz oder auch zwei Dinger, wie sie es überhaupt geschafft haben, da die Dinger wieder zu allem zusammenzuführen, kann man sich wundern, haben sie gepennt oder sonst was. Aber auf jeden Fall wird das Chaos oder die Unordnung so lange transportiert, bis eben sowas wie Ordnung entsteht. Und der Sinn, da sehen Sie auch gleich den Sinn von Ordnung, von Muster, von Struktur, die kann man dann sehr leicht weitergeben. Also eine Reduktion von Komplexität. Vieles davon haben Sie bestimmt schon mal gehört, alles. Eine Reduktion von Komplexität dazu, dass man eine geordnete Struktur
leichter erfassen kann, leichter weitergeben kann, sich vertrauter damit fühlt und so etwas. Ne, da fühlen Sie sich sofort vertrauter tendenziell wie da. Wir merken auch sofort die Rigidität, die Einschränkung und so etwas. Ne, das kann man weitergehen. Also Ordnung bedeutet immer eine Reduktion von Komplexität. Das können Sie beliebig machen. Gut, jetzt werden Sie sagen, das ganze Wahrnehmungszeug, das interessiert uns doch gar nicht, wir sind doch keine Wahrnehmungspsychologen hier. Naja, was machen Sie? Sie gehen, also als Sie, Ihre Kinder gehen zur Schule, da steht sogar noch ein Stundenplan, dann hat das eine Stunde Englisch, eine Stunde Mathe und so weiter. Also da steht ja sogar noch drauf, was es ist. Aber ne, wie setzt sich denn Mathe zusammen, was die lernen? Über viele Stunden in einem Jahr, beispielsweise in dem Jahr gelernt haben. Und der Lehrer sagt nicht genau, das und das und das war, sondern man geht davon aus, dass irgendwie, was er dann an Details sagt, sozusagen irgendwie in eine Ordnung kommt. Na gut, das soll dazu beitragen, dass es vielleicht auch ein bisschen geordnet ist. Aber letztlich muss es ja in den Köpfen der Leute passieren. Gut, dann kann man sagen, in der Schule, da steht es ja auch noch drauf. Wenn Sie sich von Ihrem Patienten, also denken Sie an Ihre Lebenswelt. Das, was Ihr Nachbar Ihnen, den Sie im Laufe der letzten Jahre getroffen hat, über seinen Sohn vielleicht in Afrika erzählt, wo der seit ein paar Jahren ist, sind dauernd solche Informationsschnipsel. Und er wird jetzt nicht sagen, bitte mach jetzt dein Gehirn auf an der Stelle, wo ich jetzt über deinen Sohn erzähle, und jetzt kriegst du mich Informationen in diese Schachtel rein, sondern der erzählt Ihnen irgendetwas. Und dann erzählen Ihnen irgendwer andere auch noch was und so weiter. Und was Sie ständig tun, ist in der Welt der Informationsschnipsel des Chaos sozusagen ständig Ordnung zu schaffen. Obwohl Sie das nicht bewusst und gezielt machen. Sie können haben eine hinreichend kohärente Geschichte über Ihren Nachbar, also über den Sohn des Nachbars in Afrika, den Sie nie gesehen haben. Und was der Fuchs, was alles, was Ihnen so schnipselweise zufällig irgendwann mal zugetragen worden ist. Also etwas, solche Dinge, kommt vielleicht gleich sogar, mal eben sehen. Der Begriff hier, ja, wunderbar, da ist er. Attraktor, also Attraktor ist etwas, worauf ein dynamischer Prozess hinausläuft. Also auch der Strudel im Fluss des Lebens ist ein Attraktor, also eine stabile, dynamisch stabile Struktur, auf die ein Prozess hinausläuft, also das hier, weil es geht jetzt weiter und das kann man gut reproduzieren. Und wir haben das natürlich, oder im Rahmen der personenzentrierten Systemtheorie, reden wir natürlich nicht über naturwissenschaftliche Attraktoren, die alle was mit Energie zu tun haben, sondern über Sinnattraktoren. Das ist ein zentraler Begriff in diesem Bereich. Dass wir das, was ich gerade gesagt habe, nämlich die Welt ständig sinnhaft ordnen, indem wir dauernd solche Sinnkerne machen, ohne dass wir darauf hingewiesen werden. Wenn wir jetzt Zeit gehabt hätten, aber es ist natürlich jetzt nicht so ein sehr interaktionelles Rahmen hier, insofern ist das, glaube ich, auch okay. Aber es ist, glaube ich, klar, man kann sofort irgendwelche Informationen geben und Sie merken, wie Sie dann, also zwei Geschichten beispielsweise miteinander verschränken. Also gibt es auch ganz viele in der Literatur, zwei miteinander verschränkte Geschichten, die man vorliest, fast sinnlose Sätze, weil es schwankt ja dauernd, am Anfang gucken die Leute ganz erstaunt. Und am Ende sagt man, ja, was hast du mitgekriegt? Und dann können die wunderbar die wesentlichen Kerne dieser beiden Geschichten wiedergeben. Und wenn man sagt, das ist ja eine tolle Gedächtnisleistung, dann stimmt das eben nicht so genau, jemals wie wir Gedächtnis normalerweise verstehen, sondern wenn man sagt, ja, erzähl doch mal genau, wie ich es dir erzählt habe. Denn die einen merken das überhaupt nicht, erzählen sowieso die beiden getrennten Geschichten. Die gibt es so ganz kluge, die sagen, ja, das war ja verschachtelt, dann verschachteln die es irgendwie. Aber wenn Sie die Verschachtelung, die Sie dann machen, gezielt intendiert mit dem vergleichen, wie es war, ist das natürlich ganz anders. Weil das merkt man sich eben nicht. Sondern was Sie ständig machen, ist die Welt nach Mustern, nach Ordnung abzusuchen, Sinn herzustellen, indem wir solche Sinnattraktoren bilden, ganz, ganz viele. Und das so bildet sich sozusagen Welt für uns ab. Gut, Komplettierungsdynamik. Also wenn schon mal eine Ordnung da ist, das sind auch alles Begriffe, also auch die Physik und Chemie und so in der Naturwissenschaft funktioniert alles nach diesen Begrifflichkeiten. Also etwas manchmal nicht Ordnungsübergang, sondern Phasenübergang, aber es ist jetzt egal, wir reden ja jetzt hier unter uns sozusagen, wir müssen nicht in die Physik gucken. Aber ich wollte nur sagen, das ist alles sozusagen mit dem, was auch interdisziplinär in den Wissenschaften oder Systemtheorien unter solchen Konzepten verstanden wird. Komplettierungsdynamik ist was ganz Einfaches. Also wenn erstmal Ordnung da ist, verstärken wir die Ordnung. Und da gibt es noch ein viel einfaches Beispiel. Am Ende eines Konzertes, ich muss mal da hinlegen, sonst verschwindet das da und weiß nicht mehr, wo es war. Am Ende eines Konzertes, na, hören Sie von 1000 Leuten beispielsweise, klatscht jeder seinen Rhythmus. Ja, was ist das? Sie hören Rauschen. Und manchmal entsteht da aber was anderes draus, dass ein gemeinsamer Klatschrhythmus entsteht. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie der entsteht. Das eine war, es war ein Konzert für die Bundeswehr.
Und ähnliches, also ja, ich will das nicht gegen die Bundeswehr, ne? Genau, auch das ist wichtig. Okay, aber also nur konterkariert immer so als Kurzform. Und na klar, das, der Inbegriff von dessen oder von mir ist für einen Polizeikorps, die also Vollstrecker sozusagen, gemanagte Ordnung sind. Und damit das was geordnet ist, hat man natürlich nur die Idee, man muss Ordnung machen, sagte ich ja gerade. Also springt sozusagen der Offizier auf die Bühne und sagt, war es nicht ein tolles Konzert, jetzt lass uns doch mal gemeinsam klatschen. Ja, und wenn die Leute genügend dressiert sind und das dran glauben und so weiter, funktioniert das natürlich. Und wenn jemand draußen vorbeigeht, wird sagen, ach ja, jetzt klatschen die Leute gemeinsam. Aber sie wissen, so findet es fast nie statt, sondern es findet ganz anders statt, sondern das irgendwo anfängt, also könnte ich die Details jetzt auch sagen, aber das irgendwo, was Leute nach 1, 2, 3 Minuten irgendwie ist zu langweilig, fängt irgendwie in irgendeiner Ecke an, was einigermaßen rhythmischer zu klatschen, was einigermaßen besser passt als anderes und andere sorgen, also unbewusst oft, das passt irgendwie, fallen in den Rhythmus mit ein, dadurch wird es lauter, dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass andere auch mit einfallen, dadurch wird es noch lauter, steigt die Wahrscheinlichkeit mit ein, also was Autokatalyse heißt in den ganzen Fachtermini, aber ich sagte schon, die vergessen sie alle, also man kann beliebig viele Fremdworte dazu alles lernen, aber wichtig sind die Phänomene. Und dann, wenn das einigermaßen zu dem Raum passt, klatscht irgendwann der ganze Raum in diesem Rhythmus. Ganz einfach, nämlich durch ein, noch viel einfacher das Quadrat, nämlich durch ein Parameter beschreibbar. Und so findet auch in den Naturwissenschaften Ordnungsübergänge oder Phasenübergänge statt. Und mit meinen Studenten haben wir das sehr oft gemacht. Ich habe denen die angeleitet, es zu tun und nämlich zu zeigen, dass Selbstorganisation natürlich auch wieder gebraucht und missbraucht werden können. Ich will auch diese Beispiele immer bringen. Ich habe denen gesagt, also alleine schafft man es nicht, aber man schafft locker mit 4, 5 Leuten, also 5 Leute würde ich sagen, reicht völlig aus, dass sie einen Raum von 1000 Leuten dazu kriegen, dass sie genau in ihrem Rhythmus klatschen. Und zwar, und damit sie wissen, dass es ihr Rhythmus ist, nehmen sie so einen kleinen Metronom mit, kann man ja inzwischen kaufen, und stellen den ein in der Hosentasche, dass sie auch wissen, dass es wirklich ihr Rhythmus ist, den sonst keiner hört. Das sieht so aus, wenn sie ins Konzert reinklatschen, völlig klar, passt überhaupt nicht, werden sie runtergepfiffen, also macht auch gar keiner. Wenn das Klatschen losgeht und Sie machen das, da hat jeder sein Bedürfnis, erstmal seinen Rhythmus zu klatschen, völlig klar, brauchen Sie auch gar nicht versuchen. Aber und das, deswegen schult das die Wahrnehmungsvermögen für Instabilität oder für werdende Instabilität von Studenten, gerade wenn sie Berater, Therapeuten werden sollen, sagt, hört mal, das fängt nach so 2, 3 Minuten, 4 Minuten, fängt so eine Fluktuation an, das wird sagen, irgendwie wie unsystem, also selbst in diesem Rauschen hört man irgendwie so ein Wappern irgendwie drin. Und in dem Augenblick sagt ihr 5 Leute, jetzt lass uns mal anfangen. Hier einer, der das Metronom hat, sagt, jetzt machen wir das mal. Und nimmt diesen Rhythmus. Und das Wichtige ist natürlich, dieser Rhythmus muss einigermaßen passen. Also real, wenn sie es machen wollen mit ihren Leuten oder so, so zwischen 70 und 90 ist ein ganz guter Rhythmus. Also wenn sie das machen, also 130 oder so, das war 150 wahrscheinlich schon, da erreichen sie nichts. Und wenn sie so auf 50 gehen, das wird auch selten ein gemeinsamer Rhythmus werden, also da kann man ihn vielleicht danach hinkriegen, sondern irgendwas so zwischen 70 und 90, also das ist ein guter gemeinsamer sowas in der Art, das würde ich mal sagen, ist jetzt, kommt noch ein klein bisschen Erregung dazu, das würde ich sagen, ist jetzt so 90, ne? So kann sowas Pi mal Daumen. Und dann klappt das, weil das einigermaßen passt, um die rum gibt es Leute, die automatisch mit einfallen, dadurch wird es lauter und so weiter, dann kommt sie genau die Katalyse los. Jetzt kann man natürlich fragen, das ist die spannende Frage, ist das ja nicht Selbstorganisation? Oder ist das gemacht? Sehr schwierige Frage, würde ich auch gar nicht beantworten. Können Sie sich als Hausaufgabe, machen wir neuerdings hier, ne? Habe ich mitgekriegt, drüber nachdenken. Ist aber gar nicht so einfach zu beantworten. Ist auf jeden Fall was anderes als Fremdorganisation, wo jemand auf die Bühne springt. Ist auch nicht reine Selbstorganisation, weil ja diese 5 Leute es gemacht haben. Ich würde sagen, Sie benutzen die Prinzipien von Selbstorganisation, um natürlich zu organisieren. Was auch das Problem ist. Denn ich gucke auch so ein bisschen immer schon auf die Zeit, aber nur eine halbe Stunde Zeit habe ich ja noch. Wenn Sie mit dem, was ja dahinter steckt und worauf es auch hinausläuft und was immer wieder betont wird, wenn Therapie, Beratung, Coaching und Leben darin besteht, Ordnungsübergänge anzuleiten oder gut, das für das eigene Leben auch, und das Phasen der Instabilität durchlaufen muss, dann sind natürlich Leute in solchen Phasen der Instabilität ganz besonders sensibel und ganz besonders empfänglich für irgendwelche Ratschläge. Denn so ein Ordnungsübergang oder dieses Sterb und Werde ist nie lustig. Ist nie lustig. Weil man muss was Vertrautes
so leidvoll es auch immer war, muss man aufgeben, um etwas anderes zu erreichen. Und selbst das Gehen ist es ja schon, ne, wenn Sie sich merken, ich gehe hier, ist das eigentlich, ich im Vertrauen darauf, dass ich aufgefangen werde, mit meinen kleinen Füßchen kann ich da trotzdem gehen, aber nur im Vertrauen, dass ich aufgefangen werde. Also ein hochdynamischer, hochspannender Prozess. Also ich muss mich ständig fallen lassen, das ist ein ununterbrochen Sterb und Werde. Und wenn Sie manche Zwangspatienten sehen, obwohl sie somatisch nichts haben, die schlurfen so über den Boden, weil sie glauben, das sei sozusagen irgendwie stabiler. Na, da merken Sie schon, ich muss mich wirklich fallen lassen können, um ganz normal zu gehen. Und wenn jemand diese Instabilität, also die Sterb und Werde, was ja Therapie und Beratung bedeutet, muss ich mich ganz besonders als Berater in diesen instabilen Phasen zurückhalten, irgendwelche Ratschläge oder innerlichen Vorgaben zu machen, weil das so läuft Gehirnwäsche. Aber das wollen Sie ja vielleicht nicht sein. Sie wollen ja kein Gehirnwäscher, sondern Begleiter hoffentlich sein. Da muss man sich also sehr zurücknehmen. Wenn Sie es vorher machen, in diesen stabilen Phasen, und Sie geben Ratschläge, dann ist es nicht so schlimm. Es war daneben, hätten Sie auch sparen können, aber es ist nicht so schlimm. Weil dann hören Sie immer, ja, wollte ich ja schon machen, geht aber nicht, weil und so weiter. Sie kriegen dann ganz tausend Gründe, weshalb es nicht geht. Und wenn Sie später stabil sind, ist es auch okay. Aber in dieser Instabilitätsphase, wo Sie sagen, Sicherheit verlieren, da suchen Sie natürlich nach Sicherheit, nach dem Strohhalm. Das sind dumme Ratschläge, selbst die dümmsten Ratschläge des Therapeuten oder Beraters sind dann oft Strohhalme, an die Sie sich klammern. Das heißt, man muss sich da ganz besonders zurücknehmen. Okay. Reduktion der Polysemantik ist, glaube ich, klar. Ach so, das ist die Komplettierungsdynamik. Also wenn in einem Raum von 1000 Leute erstmal 30 diesen Rhythmus oder 40 dann haben, die also eingefallen sind, diese 5, dann haben sie schon gewonnen. Dann kommen innerhalb weniger Sekunden, folgen alle anderen 1000 dem auch. Das ist so laut und alle anderen erleben das als eine Aufforderung dazu. Okay, jetzt haben wir die, es dauert nicht jede Ebene so lange, sonst sind wir heute Abend noch zusammen, sondern Sie haben es an zwei Ebenen etwas prinzipiell verstanden. Jetzt kommt aber Einfluss körperlicher Prozesse, also nicht neuronaler. Da wissen wir alle oder viele jedenfalls in diesem Raum, ist ja nicht alles nicht neu, Affektlogik oder Körperpanzer oder der gefühlte Sinn, also etwas auf der Ebene, das diese Prozesse mitstrukturiert. Nochmal, ich habe deswegen auch über die beiden so viel geredet, weil natürlich psychische Prozesse und interpersonelle Prozesse, das ist, worauf wir uns fokussieren und die großen bedeutsamen Umgebungsbedingungen tatsächlich kulturelle und körperliche sind. Deswegen können wir es ein bisschen kürzer machen, aber nur ein bisschen, weil gerade der Körper ja auch so wichtig ist. Gut, wenn man sich so ein klassisches psychologisches Verarbeitungsmodell anguckt, Strom der Eindrücke, ein Strom der Ausdrücke, also ich kann nicht leben, ich kann nicht wahrnehmen, ich kann mich nicht ausdrücken, also Watzlawick sozusagen durchdekliniert. Dann haben wir hier so ein Reizgedächtnis, so ein Arbeitsgedächtnis von etwa 20 Sekunden und so ein Langzeitgedächtnis, ja, wo ich dann, man weiß man nicht genau wie, aber was speichern kann. So sieht es in den Lehrbüchern, differenziert da dann teilweise inzwischen neuerdings natürlich auch noch aus. Wichtig ist mir das, also das sind natürlich kognitive Prozesse, auf die Psychologie sowieso immer so gern abfährt. Im Wesentlichen geht es darum. Aber wir wissen bereits durch Luke Chomsky und durch andere, auch schon vorher nur der thematisiert, diesen Schweizer Psychiater, mit der Affektlogik betonte, da sind wir uns auch sehr einig, in jedem Augenblick sind affektive und kognitive Prozesse gleichzeitig da. Allerdings sind sie deutlich unterschiedlich. Kognitive Prozesse im Wesentlichen an das zentrale Nervensystem gebunden, neuronale Prozesse mit einer vergleichsweise kurzen Laufzeit. Also an mir fährt ein Auto vorbei, ich kriege einen riesen Schreck und kann aber 3-4 Sekunden, wenn ich nicht völlig, ne, und so nicht völlig verzogen hat und so etwas, kann ich sagen, ah, die logische Operation, ich bin nicht überfahren worden. Punkt. Könnte Schluss sein. Also Sie merken, wie schnell logisch das geht. Aber ausgeschüttet sind ein Riesensatz von Hormonen, eventuell hat sich tatsächlich auch noch verzogen. Das heißt, wenn ich nur selber gucke, Stunden später, ich kann die Hormone nicht so schnell wieder einsammeln, wie ich bin, nicht überfahren worden, als logische Operation. Es gibt keine humorale, logische Operation sozusagen. Also noch später, besonders dann, wenn man sorgfältig guckt, also ein Partner hat, der sorgfältig guckt oder ein Instrument macht, wenn man also singt oder Geige spielt, also sich selber etwas aussetzt, hört man am Ton sozusagen auch noch viele, viele Stunden später, aha, was ist denn in meinem Körper da los? Ne, wenn man ein bisschen, es gibt eine Rückkopplung drin, aber ist okay. Was da los ist. Also, langer Rede, kurzer Sinn.
Logisch kann man sofort die Negation als logische Operation vollziehen und so weiter. Aber humoral, also auf der körperlichen, auf der Affektebene, sind die Fenster sehr viel anders. Deswegen nützt es auch wenig, wenn der Patient in dem Augenblick es erkannt hat. Der kann aber nicht seine ganzen Hormone, die er gerade ausgeschüttet hat oder die letzten Tage ausgeschüttet hat, alle so schnell wieder einsammeln. Das sind also ganz andere Zeitfenster, in denen sowas stattfindet. Aber nochmal, die Affekte sind natürlich sehr entscheidend, wie ich was wahrnehme, wie ich etwas verarbeite, welche kognitiven Prozesse ablaufen und wie ich mich verhalte, selbstverständlich. Das ist eine extrem wichtige Basis. Gut, was da alles im Körper los ist, haben Reich, Lohn, muskuläre Panzer, Embodiment und so weiter, das sind alles Diskurse, die darauf hinweisen, wie wichtig das ist. In der Welt sein bedarf eben nicht nur der Sinnesorgane, sondern auch eines Baumes sozusagen, deswegen habe ich den Baum dahin geschrieben. Auch ein Baum ist in der Welt. Und wenn er so an einem Berghang wächst, kann man sehr genau sehen an diesem Baum, was sozusagen um ihn rum passiert. Da gibt es bestimmte Seiten, die fast gar keine Äste haben, weil der Wind immer von dieser Seite kam und so weiter. Also auch der Baum ist in der Welt und drückt mit seinem in der Welt sein sozusagen, wenn man so will, biografische Erfahrung dieses Baumes und seiner Umgebung unmittelbar aus. Und wenn wir das im Hintergrund haben, dann kommen wir, ich gucke mal so ein bisschen, ja doch, ist mir trotzdem auch noch wichtig, auf etwas, was wir sehr lange übersehen haben, interessanterweise, in aller Kürze ich darauf hinweisen will, die evolutionären Strukturen, ich habe es extra so genannt, gelingender Kommunikation. Also 1920, 100 Jahre fast alt, der Urvater Uexküll, also nicht mal der Psychosomatiker, also nicht der Ture, der natürlich seinem Vater aufgebaut hat, aber der Jakob von Uexküll, der das so beschrieben hat, also in Bezug auf einen, nehmen wir mal das Beispiel, das er auch gern benutzt hat, ein Krebs und eine Anemone. Ja, so ein Krebs kann sich so eine Anemone, also so ein Flusskrebs, so eine Anemone nehmen und die pflanzt er sich normalerweise drauf und trägt die herum, die schützt ihn vor Fressfeinden, kriegt selber von ihm so irgendwelche Reste, also die er da beim Futtern gekriegt hat. Und das Wichtige bereits im Regelkreis oder in der Biosemiotik, auf die ich hinaus will, Biosemiotik, also Semiotik, die Lehre von den Zeichen und Bio eben das Leben nur als Zeichenprozess verstanden werden kann, dass wir die Message sozusagen der Biosemiotik, dass rechts dieser Krebs, dieser ganz einfache, vergleichsweise einfache Organismus sozusagen in der Welt lebt, die ich Uexküll folgend bereits in eine Umwelt und eine Umgebung unterscheiden muss. Ganz, ganz viele Tiere inklusive Krebs und so weiter, auf einer Wiese beispielsweise, leben in derselben Umgebung. Aber jedes hat seine spezifische Umwelt, weil die Umwelt davon abhängt, mit welchen Weise es in die Welt hineinwirken kann und auf welche Weise, in welchen Sinnesorganen es sozusagen diese Umwelt wahrnehmen kann. Und eine Biene kann das anders als eine Blattlaus, und eine Blattlaus anders als die Ameise und so weiter. Und sie merken plötzlich, dass, und das ist genau die Botschaft, vor 100 Jahren bereits in der Biologie, in der Biosemiotik, da kommt die Subjektivität bereits rein. Der Flusskrebs, ich kann überhaupt Leben nur verstehen, selbst des Flusskrebses, indem ich so etwas wie Subjektivität respektiere. Subjektivität nicht als reflexive Subjektivität, sondern als etwas, das seine spezifische Umwelt sich von der Umwelt der Ameisen und so weiter unterscheidet, obwohl alle in der gleichen Umgebung leben. Klar? Die Subjektivität, die ist eben für dieses Subjekt anders als für das andere. Das hat sofort solche Leute wie Husserl, Heidegger und andere, da kommt der Begriff plötzlich dann Lebenswelt und so etwas rein. Die haben es erst ursprünglich übernommen von ihm und haben dann aber so auf den Menschen logischerweise nochmal ausdifferenziert, aber da gab es diese engen Zusammenhänge. Für den Menschen oder für höhere Lebenstiere wird es natürlich spannend, dass dieser Bereich hier, also wie kann man, wenn man jetzt evolutionär in Kurzform macht, da kann man nicht so viel mehr an Sinnesorganen und an Wirkorganen machen, aber man kann sozusagen zwischen diesen Rezeptoren und Effektoren kann man immer mehr neuronales Netzwerk sozusagen einbauen. Wenn man die Evolution unter dem Aspekt guckt, wird es immer komplexer und immer komplexer und immer komplexer. Es werden immer mehr neuronale und sonstige, also Verarbeitungsebenen eingebaut, bis eben hin zum Menschen, der noch den Kortex und sonst etwas gebaut hat. Also ganz, ganz viele. Aber das Entscheidende ist, bereits auf dieser Ebene kann dieser Flusskrebs beispielsweise, ich bleibe mal bei diesem einfachen Beispiel, die Anemone benutzen, um sie drauf zu stülpen. Er kann sie aber auch, wenn die
sehr viel Hunger hat und lange nichts anderes da war, fängt er an, diese Anemone zu fressen. Was kann er noch mit der machen? Also so ein paar Dinge, was er mit der tun kann. Genau, wenn er keine Sicherheit bei Hause hat, versucht er sogar reinzukriechen, also was er sonst als Muschel hat, ne, wo die Anemone draufsetzt und so weiter. Das sind natürlich evolutionär vorgegebene Programme, aber selbst da hat er gewisse Möglichkeiten. Im Rahmen der Evolution ist er also eingespannt in die Natur, aber hat da mehrere Möglichkeiten. Und von welcher er Gebrauch macht, hängt mit seiner inneren Stimmung zusammen. Also nochmal wieder ein Plädoyer für Subjektivität, die wir dann auch bei anderen Tieren haben. Also, na, Sie kennen diese ganzen Paarungsrituale bei Tieren, die unheimlich kompliziert sind und so etwas. Also wenn so ein Fisch einen anderen Fisch sieht, einen Stichling beispielsweise, ne, oder auch Säugetiere und so etwas. Also was da an Paarungsritualen und Annäherungsritualen abläuft, wenn man das ein bisschen ethologisch sich anguckt, ist also unglaublich spannend. Aber natürlich nur, wenn die Bedingung da ist. Also wenn so ein Löwe und eine Löwin zu einer Zeit zusammenkommen, wo die nicht brunstig ist und er keinen Trieb hat, dann passiert nichts sozusagen. Ne? Also es hängt von inneren Stimmungen ab, aber dann im Rahmen der Evolution. Aber wir sehen dann, was gerade auch wenn das komplizierter wird, was ich vorhin meinte, an evolutionären Präformierung da ist. Denn damit selbst der Krebs das tun kann, muss ja die Anemone von was anderem unterscheiden. Er muss, oder sagen wir, andere Tiere, sie müssen sozusagen Feinde von Freunden unterscheiden können und so etwas. Und zwar in dieser abstrakten Weise, die ich sage. Sie müssen unterscheiden können, was sind Feinde und was sind Freunde und was ist Essbares und nicht Essbares, was ist Genießbares und nicht Ungenießbares. Da kann man sagen, das haben sie gelernt oder so etwas. Da gibt es dieses wunderbare Beispiel auch von Uexküll. Also wenn eine Maus lernen sollte, dass eine Schlange nicht nur gefährlich ist, also nicht nur eine Schlange ist, sondern auch gefährlich ist, hätte sie wahrscheinlich evolutionär keine Möglichkeiten, das empirisch auszuprobieren. Also das muss sozusagen, wie vieles andere auch, an präformierten Kategorien, das muss vorgegeben sein. Also das kann die nicht ausprobieren, ist nicht das, was ich als Schlange ausmache, was vielleicht dann präformiert ist, sondern auch Kategorien, die ich zuweise, und zwar abstrakte. Ne? Schlangen sind gefährlich, also in unserer Sprache. Wie die das, sprecht sie nicht drüber. Sie muss diese Zusammenhänge herstellen. Sie kriegen plötzlich so etwas wie präformierte, selbst bei Tieren schon, präformierte Kategorien, die vergleichsweise sehr abstrakt sind. Also Feinde und so etwas und ganz, und Essbares und so weiter, wie sie es nennen wollen. Plötzlich merken sie, aha, der Mensch ist zwar deutlich anders, da kommt noch sehr viel dazu, aber dass er nun alles aufgegeben hat, das können wir uns irgendwie doch vergleichsweise sehr schwer vorstellen. Gut, jetzt kommen wir dazu. Und Sie sehen bei der Wahrnehmung hier, also irgendwie sind wir ähnlich wie schon bei den Teddys, die ich vorhin sagte, bei den Kindchenschemas, auch von solchen Figuren nicht völlig unberührt, glaube ich. Natürlich sind Sie können sagen, es ist kitsch und klischeehaft, selbstverständlich. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, gerade deswegen, weil es kitsch oder wir nennen es deswegen, weil wir schon wissen, was damit intendiert ist. Es sind einfach Urszenen, da sind wir fast bei den Archetypen, die Bernd Schmidt vorhin sagte. Ne? Dass jetzt Grundformen, die natürlich auch für Aufstellung nicht uninteressant sind oder das Verstehen von Aufstellungsarbeit, auf die wir anspringen sozusagen, die müssen wir nicht groß lernen. Na klar, die sind jetzt hier mitteleuropäisch gekleidet. In Japan wäre so eine Kleidung wahrscheinlich nicht, oder in afrikanischen Urvölkern wahrscheinlich nicht besonders schick und angemessen gewesen. Aber die Grundstrukturen, die Grundgestik und so etwas, ist wahrscheinlich, da gibt es auch vergleichsweise wenig Untersuchungen, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit würde ich mal behaupten, weitgehend das Gleiche. Das heißt, auch wir sind nicht nur im Sinne von Kindchenschema, von Bindungs- und sonstigen Sachen, sondern von sehr vielen, sehr, sehr vielen Sachen, von denen auch die Werbung Gebrauch macht. Selbstverständlich. Ne? Warum sieht die Werbung so aus, wie sie aussieht? Na, weil die eigentlichen guten Psychologen, also jetzt wieder lästerlich gesagt, am Madison Square sitzen, also die Werbungspsychologen. Die können zwar nicht so kluge Lehrbücher schreiben, aber die wissen genau, wie was funktioniert. Was sie verbinden müssen, damit Leute darauf anspringen. Dafür werden sie bezahlt. Das ist also ein Handlungswissen, über das sie ganz, ganz viel wissen. Und das gehört das natürlich auch rein und so etwas. Also da springen wir schon drauf an. Und das ist natürlich alles, was im Körper sozusagen jederzeit stattfindet oder dynamisiert. Das war eine Choreografie in Osnabrück beispielsweise, die versucht haben, über Tanz in der Choreografie Weltreligion darzustellen. Und das war, ich habe jetzt nur ein Bild oder ein paar Bilder genommen. Das kann man jetzt vielleicht nicht so anhand dieser Bilder sehen, aber
wie unglaublich das rüberkommt durch Gestik und Mimik, etwas, was scheinbar ja sehr abstrakt ist, Weltreligion auch noch dann ja interpretiert ist, geht nicht um Gott als solchen, sondern in der Interpretation von Kulturen, darum geht es ja auch aus, wie unglaublich das durch Körperhaltung und sonst etwas rüberkommt. Ne? Also du kannst schon ahnen, dass das hier so typisch der christlich leidende Religion sozusagen zum Ausdruck kommt auf die Weise. Wie auch immer, wir sehen plötzlich Zusammenhänge auf der rein organismisch-körperlichen Ebene zwischen Bereichen, von denen man normalerweise glaubt, naja, das ist alles eine gewisse Interpretation des Menschen, die nur kulturell vermittelt ist. Nein, auch Bernd hat heute Morgen leider oft, zu oft kulturell genannt. Ich würde sagen, das muss man genau noch unterscheiden. Die Interpretation ist eine kulturelle, aber die Grundlage ist organismische, evolutionäre sozusagen. Das ist ja das Spannende, was auch in dem C.G. Jung drin ist. Und dann sind natürlich diese Kategorien immer kulturell logischerweise spezifisch überformt und haben ihren spezifischen Ausdruck. Zurück zu diesem hier. Okay. Das gilt natürlich für das linke ganz genauso wie für den rechten. Und damit wir nicht eine Mickey-Maus-Psychologie machen oder sowieso für den Ratten und dann glauben, der Mensch funktioniert ganz genauso, sollten wir uns mal daran erinnern, was ist denn das da eigentlich? Und da kommt was dazu, was hier Bewusstsein heißt. Und Sie merken, ich komme da nur darüber, indem ich das als einen extra Prozess sozusagen, wenn ich ein solches Schema benutze, in ein solches Schema einführe, da war noch eben eine haben wir übersprungen, macht aber auch nichts an der Stelle. Also Bewusstsein als ein Prozess, der sozusagen zu dieser Verarbeitung des Organismus, wenn ich jetzt mehr Zeit hätte und in meinem Buch, was da ich jetzt gerade schreibe und in einer Woche oder in 14 Tagen abgegeben werden muss, wo nochmal mein Lebenswerk so zusammengefasst ist eigentlich, da widme ich sehr, sehr vielen, sowohl dem Bewusstsein als auch dem Körper, weil das etwas sehr Spannendes ist, was wir immer so gern übersehen. Und der unglaublichen Leistung des Organismus, nur an einer Stelle gesagt, wenn ich durch den Verkehr fahre, kann ich mich mit einem anderen fantastisch unterhalten oder sogar in meinen Träumen sein, also nicht in meinen Träumen, vielleicht ist es etwas zu gefährlich, aber in meinen inneren Bildern und über Probleme nachdenken und ich komme trotzdem an. Also könnte ich jetzt viele Beispiele nennen, die noch viel radikaler sind. Was mache ich aber? Also was macht mein Organismus? Ich kann wirklich sagen, mein Organismus in dem Fall, sonst ist diese Trennung ja völlig idiotisch, aber an der Stelle ist es so. Der führt mich durch den Verkehr. Und das kann man nicht sagen, das ist irgendwie automatisch oder so. Das ist ein völlig inadäquater Begriff. Der muss in komplexer Weise Zeichen und Relationen verarbeiten, die ja gelernt sind und auf Situationen reagieren, die hochkomplex sind, in unglaublich komplexer Weise Dinge verarbeiten. Und ich muss davon nichts mitkriegen, nur dann, wenn es gefährlich wird. Dann hoffe ich unberechtigterweise oder berechtigterweise, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, also worauf meine Hoffnung beruht. Sie funktioniert meist, solange ich keine großen Unfälle baue, aber dass ich dann rechtzeitig wach werde, in Anführungsstrichen. Ne, aber ich kann eigentlich, also mein Organismus kann mich durch einen unglaublich komplexen Verkehr leiten. Also, und das heißt nochmal eben nicht automatisch, sondern ganz, ganz viel tun, auf ganz, ganz viele Sachen reagieren, ganz, ganz viel Kulturleistung auch mit einbeziehen, ohne dass mein Bewusstsein darauf zugreifen muss. Dann gibt es noch diesen Autor Julian James, den Sie vielleicht kennen, der mit seiner Idee der kameralen Psyche, der einfach versucht zu zeigt und das ein ernst genommener, sehr intensiv diskutierter Autor, der behauptet, das, was wir unter Bewusstsein verstehen, ist überhaupt erst 2.500 Jahre alt. Also zur Zeit der Ilias und der Odyssee etwa entstanden. Und wenn jemand nicht sofort rausgeschmissen werden will aus den wissenschaftlichen Diskursen, muss er erklären können, wieso solche Hochkulturen in Ägypten, in China und so weiter, die ja sehr viel älter sind, zustande kommen können, ohne das, was wir Bewusstsein nennen. Das ist also ein Buch, das sich durchaus lohnt, ist auch ein Taschenbuch. Also ein Taschenbuch kann man schwer in die Tasche stecken, aber es ist preiswert zu haben, weil das ein Rohbuch ist, es auch schon 20 Jahre alt ist. Also Julian James, der Ursprung des Bewusstseins. Da lernt man sehr viel über das Bewusstsein auch. Also das ist was sehr Wichtiges, dass es extra ist. Und hier würde man als Systemiker, ich würde behaupten, das ist ein systemisches Modell, aber die Analyse, wenn sie noch nicht gäbe, erfinden. Das ist völlig klar. Es kann etwas in meinem Langzeit, also in der Kürze jedenfalls, etwas in meinem Langzeitgedächtnis sein, beispielsweise mein Vater tot ist. Das kann im hohen Maße hier in mein Arbeitsgedächtnis von etwa 20 Sekunden sein. Und das wiederum kann den Strom meiner Eindrücke und auch das, mein Strom meines Ausdrucks, in hohem Maße moderieren, ohne dass mir das notwendigerweise bewusst werden muss.
Also wie es da unten steht, es kann den Erlebensstrom modifizieren und von ihm modifiziert werden, muss aber nicht. Nicht alle Erinnerungen sind bewusstseinspflichtig. Das würde man sozusagen, wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, könnte ich Ihnen die Psychoanalyse sagen, systemisch durch, nicht, dass wir die bessere Modelle für die Psychoanalyse haben, aber einfach zeigen, dass die Grundannahmen, selbst von Urvater Freud und von Bewussten und Unbewussten und all diesen Dingen, sich hervorragend mit einem systemischen Modell vertragen. Aber ich sehe so ein bisschen, ich muss noch vielleicht noch was anderes hinaus, will mich nicht zu lange aufhalten. Ich hätte gerne noch ganz viel. Das aber dann doch in aller Kürze ein Beispiel, damit das nicht immer alles so abstrakt bleibt. Wir haben in den 70er, 80er Jahren, habe ich ganz viel mit Gruppen zusammengearbeitet, da waren noch diese wie nennt sich das so schön, Marathons üblich, wo man montags morgens anfing und bis Samstagabend und man wohnte auch zusammen, also in Großgruppen und machte von morgens bis abends und nachts auch noch und alles. Also ganz, ganz viel Selbsterfahrung, das ist ja heute so ein bisschen out, aber das war da so. Also stellen Sie sich sowas vor, da macht man auch solche, also ich habe ganz viel Fantasiereisen und sowas gemacht, weil das unglaublich spannend ist, was ja der Bernd leider nur andeuten konnte, und ich noch weniger. Aber gerade Lehrer und andere Leute, also noch massivere machst du, hast du bestimmt auch gemacht, noch massiver, also durch Tiefenentspannung im Grunde, wie plötzlich aus ganz grob angedeuteten archetypischen Situationen, man erzählt nur grob ein alter Mann, der in einem Antiquitätenladen beispielsweise ist und viel mehr gibt man da gar nicht an Anwand. Und jeder füllt das sozusagen mit seinen Bildern aus und dann ist natürlich die spannende Frage, ja, wie komme ich genau zu diesen Bildern? Weil das sind ja ganz grobe Vorgaben, wie komme ich zu diesen spezifischen Bildern? Und die Leute sind dann immer ganz erstaunt und ganz fasziniert, das ist übrigens auch eine Qualität, die man da kriegt, das hält man über Jahre bis in alle Details, da kann ich die Leute immer noch mit ihren Träumen und Fantasiedingern ansprechen, weil das ganz viel von den inneren Mechanismen, um die es geht, eine Rolle spielen. Also bei einem solchen Kurs, stellen Sie sich vor, dritter Tag ist rum, man kennt sich alle schon, Morgenrunde, diese berühmte, wie geht's dir, jeder sagt kurz, wie er sich geht, weil er geschlafen hat, Paul, nennen wir ihn mal, sagt, mir geht's ganz schlecht. Und zwar, ich bin ziemlich sauer auf dich. Dich meinte er mich natürlich, also als Leiter. Ich sagte, ja, weshalb? Hat er kurz erzählt, ich hatte was gesagt, was ihn unheimlich gekränkt hat. Er konnte die ganze Nacht nicht schlafen und war ziemlich sauer und aufgebracht und aufgewühlt und ist jetzt immer noch. Gut, da ich kein Gestalt, also ich mache jetzt genauso kurz, kein Gestalttherapeut war im Sinne von Fritz Perls, würde sagen, das ist dein Problem oder guck mal bei dir, was es da ist, sondern mach mal kurz einen Check. Ist da was dran? Naja, ich habe ab und zu ein lockeres Mundwerk, also ich habe irgendwas, wie sicherlich gesagt, was nicht so 100% ganz perfekt war. Aber so richtig erklärlich war das nicht. Also habe ich das benutzt, wo das Bild, also so wie ich es jetzt erzähle, ist erst viel später gekommen, aber die Grundideen waren schon da, das benutzt. Und zwar in einer Weise, ich habe gesagt, okay, willst du arbeiten? Klar, wollte arbeiten, ist irgendwann ja da. Ich habe mich ihm gegenübergesetzt, gesagt, schau mich an. Er kannte mich ja schon 2 Tage, also optisch, schau mich an im Gesicht. Dann mach die Augen zu und verstärk diese Wut und den Ärger, den du hast. Und wenn du den richtig doll spürst, dann mach einfach die Hand hoch, damit der Prozess nicht unterbrochen wird. Die hatten vorher schon gelernt, wie man das macht, so ein bisschen also in die Gefühle gehen und so etwas. Dann macht er also die Augen zu, hielt die 5, 6, 7 Minuten, war gar nicht auf die Uhr geguckt, macht dann die Hand leicht hoch, also, ne, wie gesagt, so, und jetzt mach die Augen auf und guck mich an. Also ich saß direkt unmittelbar vor ihm. Mich da vor ihm gesetzt. Und dann machte die Augen auf. Das passierte das, was ihr erwartet habt. Das können Sie mal in ähnlicher Weise, wenn Sie ein bisschen Kompetenz da sich erworben haben, auch machen. Er schaute mich an und war ganz erstaunt. Also wirklich so, ne? Und dann kam, was nicht immer automatisch passiert, dann kam so ein plötzliches Grinsen über sein Gesicht. Und dann sage ich, okay, jetzt mach die Augen nochmal zu und geh der Differenz nach. Was war passiert? Wenn Sie sich das nochmal angucken, Sie können es mit dem Langzeitgedächtnis, also das Kurzzeitgedächtnis kann nichts länger speichern als maximal 20 Sekunden, plus, minus, kommt das auf ein paar nicht an. Das heißt, um sich ein Bild vor Augen zu halten, um etwas sich im Bewusstsein zu halten, muss es immer wieder genau in diesen Kreislauf reingehen. Sie haben vorhin gesehen, wie da aus diesen Punkten sowas wie ein Quadrat wird oder so etwas. Das heißt, bei einem solchen Prozess, normalerweise, wenn wir das jetzt hier unproblematisch machen und jeder, ich hätte mich der Kollegin gegenübergesetzt und hätte gesagt, mach das mal, das wäre ganz gut gegangen. Die kann locker 7 Minuten mein Gesicht hinreichend brauchbar vor Augen halten. Aber im Lichte der Effekte, hier geht das natürlich nicht. Da wird dieser Prozess durch ganz anders, nämlich durch Effekte gesteuert. Das merkt man natürlich nicht, solange man damit nicht konfrontiert. Wie gesagt, mach die Augen zu, behalte dein Gesicht mein Gesicht vor Augen und warte.
Das war dann so. Und dann machte sie auf und stellte fest, dass sein Gesicht, selbst nach mein Gesicht in seiner Erinnerung, nach den 7 Minuten völlig anders aussah, also deutlich anders aussah, als das, was er, als die Augen wieder aufmachte, dann wirklich erblickt hat. Darauf kann sie sich verlassen, dass das funktioniert, weil jetzt, klar, wie soll man das auch machen? Das ist genauso ein Kreislauf, der unglaublich prozessiert. Und das Grinsen bedeutet, dass er ihm ein plötzlich diese Differenz ihm schon klar wurde. Das passiert keineswegs immer, da muss man dann dran arbeiten. Aber diese Differenz tritt sozusagen eigentlich aus meiner Erfahrung in 99% der Fälle sozusagen auf. Und dann muss man gucken, was ist das denn, an was erinnert er sich. Manchmal kommt es aber auch ganz spontan. Was war es bei ihm? Er war selber Lehrer, war so Mitte 30. Und er war kurz vorm Abitur durch einen anderen Lehrer ständig durch solche blöden Bemerkungen, nicht wie ich sie gemacht hatte, aber so ähnlich, ständig provoziert worden und ständig gedemütigt worden und sonst etwas. Das hat er längst vergessen, dass er die ganze Nacht nicht drauf gekommen und sonst was, sondern das natürlich auf mich logischerweise attribuiert und sonst etwas. Das ist auch völlig verständlich. Und plötzlich wird aber in einer solchen Situation deutlich, was eigentlich sozusagen sein affektives Erleben auch in der Nacht und meine dumme Bemerkung, die ja dann nur Auslöser für seine inneren Filme war, eigentlich auch ausgemacht hat. Ne? Ich glaube, an diesem Beispiel sehen Sie sozusagen, dass wir wunderbar kognitiv arbeiten können, aber natürlich das eine Riesenrolle spielt, das, was sozusagen unsere Ordnung hervorbringt. Ich muss die letzten 5 Minuten, die in Einlauf sozusagen machen, dann lasse ich das mal eben aus. Was macht unsere Lebenswelt stabil? Na klar, genau das, dieser Kreislauf einerseits. Ne? Das wollte ich jetzt noch nicht, das hilft mir zu viel jetzt hier. Na, furchtbar. Okay. Es ist klar, mit wenigen Worten, da kommen wir jetzt auf die Gesellschaft, die ich mindestens dann noch die letzten 4 Minuten was zu sagen will. Na. So. Also, natürlich nicht nur das Langzeitgedächtnis, nicht nur der Körper, über den ich jetzt viel zu wenig gesagt hätte, ich hätte also gerne noch viel mehr Zeit, wie ich merke, für den Körper auch gehabt, aber natürlich auch logischerweise, wir schreiben uns was auf und so weiter, wir sind sowieso umgeben. Was sehen wir denn hier noch Natürliches? Da so ein bisschen Händchen, die so aus den Anzügen und Blusen und sonst was rauskommen, ein bisschen Gesichter, das war's. Alles andere, wir sind umgeben von über Generationen geronnene, sinnhafte Materie, die uns immer wieder daran erinnert, wer wir eigentlich sind, Menschen in dieser Kultur und selber auch, wenn wir nach Hause gucken. Ja, unsere Möbel, unsere Bilder, wenn sich gerade die Schwiegermutter gemacht hat, also unser Haus falsch eingeräumt hat, also wie man auch analytisch dann sagen würde, sondern die wir uns selber ausgesucht haben. Ja, wozu hängen wir die Bilder auf und die Gardinen und die Möbel so, wie wir das machen? Um uns ständig daran zu erinnern, wer wir eigentlich sind, um diesen Prozess sozusagen stabiler zu behalten. Also über materielle, es sind aller Kürze, über materielle, soziale, symbolische Manifestationen. Das ist jetzt sehr kurz, aber ich glaube, man kann sich trotzdem mal vorstellen. Okay. Ja, das geht noch einigermaßen. Ein altes Experiment von Asch, das viele sicherlich kennen, aber jetzt neu interpretiert wird. Also man gibt einer Gruppe die Beschreibung einer Person vor und sagt, stellen Sie sich eine Person vor, die ist intelligent, eifrig, impulsiv, kritisch, eigensinnig, neidisch. Die anderen Gruppe gibt man vor, neidisch, eigensinnig, kritisch, impulsiv, eifrig, intelligent. Das ist 1000-mal auf x Weisen repliziert worden. Der erste Eindruck ist ein positiver, der zweite ist negativer insgesamt. Kann man abfragen, wie man will, was hat er sich gemerkt und was assoziiert er dazu oder sonst was. Es sind natürlich dieselben Eigenschaften, aber in einer anderen Reihenfolge. Und wie man zeigen kann, hat das nichts damit zu tun mit der Gedächtnisleistung im engeren Sinne, sondern hat genau was damit zu tun, was wir da auch hatten, was wir bei der Melodie hatten. Die ersten Töne, wenn man so will, formen sowas Ähnliches wie eine Melodie, also intelligent und eifrig, da kriegt man, wenn man das mitmacht, so ein inneres Bild von irgendeiner so einer fiktiven Person. Und alle weiteren werden in dem Sinne interpretiert, also im Sinne der Melodie, also ob der, die 440 Schwingungen in D-Dur eine Dominante sind oder in A-Dur die Tonika ist oder in E-Dur dann die Subdominante ist, immer derselbe physikalische Reiz, der aber völlig unterschiedlich interpretiert wird. Hier auch das Wort, ne, was ist denn überhaupt intelligent? Na gut, das ist nett, aber so bleiben wir mal bei so einem Quid kritisch. Ja, wenn ich einen Student habe, der ist intelligent, eifrig und kritisch ist auch noch, was wünscht sich ein Professor mehr? Aber wenn ich einen Student habe, der ist neidisch, eigensinnig und kritisch ist er auch noch, dann muss ich jetzt gar nicht so eine Fresse zu machen, wie ich jetzt hier sozusagen mache. Das ist sofort deutlich, also auch wenn ich es nicht so mache, vom Computer sprechen lasse mit demselben Tonfall, ist völlig klar, dass das Wort wie kritisch in der Reihe eine völlig, also nicht völlig, aber eine deutlich andere Bedeutung hat als da. Was ist der Sinn der Sache?
Wie alles, der ganze Prozess, Sinnattraktoren dienen dazu, die Polysemantik, die Vielfalt, die in jeder Situation, in jedem Satz, in jedem Wort steckt, zu reduzieren. Na, das ist genau der Sinn. Also, und da oben ist natürlich ein anderer als da unten. Völlig klar. Also hängt das vom Kontext ab, was ein bestimmtes Wort oder sonst etwas bedeutet. Eine Minute oder zwei habe ich, glaube ich, jetzt auch wirklich noch. Und dann ist natürlich die Frage, haben wir genannt Bedeutungsfelder, welche Felder wirken? Natürlich einerseits aus solchen Experimenten, zum anderen aber auch hier Sinnattraktoren bereits in der Kultur. Also Worte wie gut, böse, wahr, falsch, also diese Dichotomien. Sie wissen, wenn sich ein Paar darüber streitet, wer ist der Böse von uns und wer ist der Gute oder wer ist der Kranke und so weiter, dann haben sich ein Jahr später erschlagen, sind in Therapie oder getrennt. Und zwar nicht, das muss ich auch noch sagen, diesen Satz, nicht deswegen, weil das nicht Themen sind, über die man reden muss und reden soll, die ganz wichtig sind. Natürlich sind das genau die wichtigen Themen, über die Paare und man reden muss. Aber das Maligne daran ist, dass man glaubt, man könnte die lösen. Nein, das sind Diskursthemen, das ist genau der Unterschied. Es sind Diskursthemen, man muss darüber reden, immer wieder und immer wieder und immer wieder, aber es gibt keine personalisierte Lösung. Wer ist der Böse und wer ist der Kranke und sonst etwas? Sondern es ist sozusagen ein Diskurs, der damit eröffnet wird mit diesen Werten. Also immer wieder der Prozess und nie die endgültige Lösung. Wenn man glaubt, man könnte endgültige Lösung finden, kann man den anderen, der krank ist und tot ist, also das haben wir ja schon in diesem Jahrtausend davor, oft genug gehabt mit solchen Attributionen. Also da muss man ja nur dran erinnern. So, jetzt bin ich fast durch, hoffe ich. Na, bin ich wirklich durch, aber das gilt, das kann ich jetzt sehr kurz machen, das gilt für zwei Leute ganz genauso. Das könnte ich jetzt auch noch ausdehnen, aber wenn ich noch locker eine Stunde weitermachen, aber ganz sicherlich nicht für Sie. Die machen ein gemeinsames Bedeutungsfeld, ist glaube ich auch klar. Also jeder Therapeut, Patient, jedes Paar entwickelt in dem Rahmen kultureller Bedeutung auch noch für sich eigene Bedeutung. Also ein Olé, das ein Paar sagt und grinst, wenn die anderen drumherum essen, bedeutet für die beiden was. Erinnert sie an Spanien letztes Jahr, wo sie vielleicht eine tolle Nacht hatten nach dem Stierkampf oder weiß der Fuchs was. Keiner versteht das sonst, aber die beiden, das ist glaube ich klar, jede kleine Gruppe entwickelt besondere Bedeutungsfelder. Was für Arbeit mit etwa Patienten, deren Wirklichkeit deutlich ein Stück verrückt ist, sehr wichtig ist. Da muss man gemeinsam Bedeutungsfelder entwickeln, überhaupt anschlussfähig zu sein. Allerdings muss man sie nachher auch noch dann wieder das entlassen. Aber man findet eine gemeinsame Sprache für einen langen Arbeitsprozess, um sie dann wieder auf die Gemeinheit, das ist interessant, auf die Gemeinschaft, oder die Gemeinheit der Gemeinschaft, kann ich dann ja doppelt sagen, wieder loszulassen. Also nicht, was ich meinen Studenten oft gesagt, den ersten Patienten könnt ihr heiraten, die anderen müsst ihr heilen. Also Liebe und Umsorgen und gemeinsame Sprache ist was ganz Tolles, aber darum kann es ja nicht alleine nur gehen. Ne? Aber für einen großen Arbeitsprozess ist das sehr wichtig. Und jetzt bin ich wirklich, wir haben das Sinnlogisation genannt, weil das keine Synchronisation ist. Ich will ja nicht tanzen mit jemand in der Zeit, sondern ich will mich verständigen mit jemand über Logos und nicht über den Kronos. Kronos spielt auch eine Rolle, die Zeit, aber hier geht es um den Logos, also Sinnlogisation. Also manchmal muss man auch Worte erfinden, um nicht unterzugehen. Im Allgemeinen Geseier. Gut, und hier können Sie, das ist wirklich die letzte jetzt, darf schon auftreten, das gilt natürlich nicht nur für zwei Leute, sondern jetzt in dieser zugegebenen, sehr verkürzten Weise natürlich auch für, in dieser verkürzten Weise für Kultur auch mit. Also da tragen mehrere sozusagen dazu bei und dann kann ich sogar die allerletzte, das ist einfach noch eine Zusammenfassung dessen, das lassen wir weg, dessen, was ich Ihnen gezeigt habe. Also wenn wir gucken, welche Ebenen sind relevant neben den Aspekten, die ich gezeigt habe, erste, dritte Person und so weiter, dann würde ich sagen, vor allen Dingen diese vier hier, nochmal mit diesen zentralen, er will sich davor drängen wieder das, soll er aber nicht, so, mit diesen zentralen vier Mustern und das wäre eigentlich so eine, in dem Rahmen von 2 Stunden mehr hatten wir nicht, aber das reicht, glaube ich, Sie haben einen groben Eindruck davon gekriegt, dass es vielleicht wichtig ist, diese 4 systemischen Ebenen plus eben erste Person, dritte Person und so weiter mit einzubeziehen und was die systemisch im engeren Sinne, was Sie haben gemerkt, vielleicht auch humanistisch, das ist ja nichts anderes, bedeuten könnten. Und damit gehen wir dann in die Pause und alles Weitere wird dann gesagt. Ganz herzlichen Dank.
Das war die Einladung für viel Diskurs und vor allen Dingen das Abschiednehmen von sehr einfachen Lösungen und die Einladung von sehr kleinschrittigem Verstehen zu hochkomplexen Themen und schließlich Diskurs, den wir miteinander pflegen und auch nach der Pause fortsetzen. Erstmal, Jürgen, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war jetzt wunderbar, wie wir die vielen Fäden zusammenziehen konnten. Genau.